Seid mir gegrüßt, herzlich willkommen zum der Resurrection vom fucking Weekend Talk. Beziehungsweise ist noch der Working Titel, ich weiß nicht, wie das sonst noch umbenennen soll. Ich habe einfach gedacht, dass wir den alten Podcast, den ich vor literally vor 8 Jahren umgebracht habe, wiederbeleben werde. Mit dabei sind fucking Danny, aka Hallo. Alexander, aka Livkas. Der beste Lyrics-Lyrics-Lyrics-Lyrics-Lyrics-Lyrics, den es gibt. Und Ultra Violence, aka als der Ultra-Ficker. Was geht? So. Und wir haben, zumindest habe ich mir überlegt, da es sehr sehr aktuell ist, dass wir uns die Leaks oder beziehungsweise die Werbung zu Black Ops 6 angucken werden. Und auch mal ein bisschen drüber theorizen werden, was in welche Richtung das Spiel gehen wird. Ob das Franchise noch zu retten ist. Und ja, wie sich halt entwickelt. Kurz bevor wir anfangen. Das Ding ist halt, Danny, du hast schon vorher gesagt, dass du nicht so viel Ahnung hast von der Story. Hast du noch ja, nie. Ja, Story gar nicht. Von Black Ops hast du noch nie irgendwas von der Kampagne gespielt? Nee, gar nicht. COD war, als ich. Das erste COD, wo ich gespielt habe, war MW3 auf. Also MW3, PlayStation 3. Und Story hat mich einfach nicht interessiert. Ich wollte einfach straight multiplayer gehen. Und seitdem auch eigentlich. Also COD ist, seit ich COD kenne, gibt für mich im Kopf ist es einfach nur gehen Multiplayer und alle halt einfach rum. Sammeln halt deine Kills. Mehr ist es nicht. Alright, also du bist ein richtiger Multiplayer-Zombie-Enjoyer. Ja. Okay, du kannst auch wilde Theorien stellen, also du musst nicht drauf achten, was du sagst. Du kannst auch ein bisschen Scheiß labern. Ja, ich rede einfach. Dann wird's. Disclaimer, das wird bei mir passieren. Das ist gut, denn hier kommt der Funky Part. Leo und ich sind perfekte Enjoyer, was wenn es darum geht, um die Kampagne. Vor allem von Black Ops. Ich bin so froh, dass du mir gesagt hast, ey, spiel mal die Kampagne. Junge, das war so geil. Deswegen werde ich am meisten viel racen mit dir. Aber auf jeden Fall. Ja, legen wir es mal los. Ich bin jetzt auf der Webseite. Die seht ihr im Stream, oder? Ja. Man hat nur die Webseite gesehen. Mittlerweile sieht man mehr, aber das ist die Webseite. Normalerweise läuft dieser Fernseher. Ich mach den mal an. Mach mal leise. Das ist der M90-Stil. Siehst du, was da läuft, Leo? Okay, wir machen mal. Und so Nachrichtenreports. Ja, genau. Das endet doch sehr stark an so einem Black Ops Intro. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, aber diese Scheiß. What the fuck? New episode tonight at 9. Drück mal auf Record. Hast du es gehört? Warte mal kurz. Ich drück mal auf Record. Was passiert eigentlich? Oh, Scheiße. Ich hab was runtergeladen, ich pack's mal hier rein. But it was false. The truth lies. You were blind to the lies, blind to the lies. Warte, ich mach mal lauter. You must find the truth. Stop being sheep and become. Alter, hast du gehört? Open your eyes. Open your eyes. Soon the truth will be revealed. Blessed are the peacemakers. Wie bitte? Ich muss mal dich lauter machen, sorry. Mach mal was, Leo? Das kann ich bekomme so Matrix-Vibes. Das ist geil, okay, ich wechsle mal den Channel. Monuments worldwide defecated. Die Wahrheit lügt. Also, Klarstellung für die Leute, die es nicht wissen. Das ist nicht echt, also das ist nicht ein Brandenburger-Tor, sonst wäre es Nachrichten gewesen. Aber es hätten die legit machen sollen. Okay, machen wir weiter. Oh, Werbung. Tear down the light, the truth cometh. Wide open eyes. Voll die Verschwörungsvibes, finde ich richtig nochmal geil. Okay, machen wir weiter. Das war ein Channel Guide, was haben wir hier? Okay, das müsste dann. Ja. Das ist das, was ich gesehen habe auf YouTube. Let's go, let's go.
Das ist Intro. Ah, stimmt, man hat nur so Stücke gesehen. Nee, das habe ich auf YouTube gesehen. Noch lauter machen, Alter. Ich mach das Ding ein bisschen leiser. Okay, 4 ist tot. Diese Dinger sind so geil, Alter. Das ist so die Epitome auf Kapitalismus. Hier, kauf diesen nutzlosen Müll. Okay, ja, das war's alles. Ich lass meinen Grund laufen, damit man was im Grund sieht. Ja, ich mach's dann so leise. So, wir haben das ganze Zeug gesehen. Was ist euer erster Gedanke? Das ist voll cool mit diesem Fernseher und allem. Okay. Also ich finde das geil gemacht. Die ist geil. Aber was ich mir denke ist, die müssen delivern. Ich weiß nicht, mit der Aufmachung, wie das gemacht ist, mit der Seite, wie man sich da Mühe gegeben hat. Weil das sieht ja alles schon... Das hat schon cool gemacht, so mit diesem Oldschool-Look und so. Und ich glaube irgendwie so dieses, das hat halt so, kein, es gibt hier so ein ARG-Vibes? Nee, es ist halt so, als ob du, so als ob es halt was so ganz Großes wäre, so als ob die Welt untergeht, so. Du entdeckst da jetzt, da kommt jetzt was ans Licht, wo halt irgendwie die komplette Geschichte verändert und so. Das ist halt nicht mal nur so, ja, okay, da gab es zum Beispiel ein Attentat oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Das ist halt, da musst du auch so delivern, meine ich halt. Kannst da, ich bekomme das Gefühl, wenn du solche Trailer rausbringst oder so dieses Konzept da machst, dann muss die Story und alles dich da auch dann im Nachhinein auch catchen, so. Das wäre ein ziemlicher Downer, wenn die Story dann kacke wäre. Nachdem du halt so gehypt worden bist, so. Das habe ich mir gedacht und apropos, hier die Mühe gegeben. Ich hab kurz nachgeguckt, ich bin jetzt zu faul in Depth zu gucken, aber ich glaube nicht, dass es echt war mit dem Mount Rushmore. Wenn doch, dann hört's auf, das ist fucking, das wäre cool gewesen, aber ich glaube nicht echt, ansonsten würde ich glaube ich erschossen werden. Egal, auf jeden Fall, weil ich das sagen wollte, mein erster Gedanke war dazu, mein erster Gedanke war das gleiche, was auch Danny gedacht hat, dass sie fucking delivern müssen. Und dass es sehr cool gemacht ist. Aber primär, dass sie jetzt deliver müssen. Weil so eine Marketingstrategie habe ich seit 2012 mit Black Ops 2 nicht mehr gesehen. Bei Black Ops 2 hatten sie nämlich diesen echten Account, Cordy Steel. Sagst du noch was, Leo? Ja, das war Menendez. Ja, genau. Den Kanal gab es in echt. Das war auch so ein Joke von Alte 4 Games, dass er mehr Abonnenten hat als Cordy Steel. Wo ist das? Ja genau, hier, der Kanal ist immer noch da. A newer world vor 11 Jahren. Was hat er eigentlich da gesagt? This video is triggered to play upon my assassination. Cordestier, you know how to proceed. My death will shine light upon ubiquitous darkness. Oh schade, okay, der Voice Actor ist anscheinend gestorben. Ja, die hatten auch dieses Marketing gemacht und dann das, was fiktiv passiert, ist halt auch dann in Real Life. Und ich hoffe, ich hoffe, dass sie jetzt diesmal delivern müssen. Weil es ist ja wieder Treyarch. Und ich weiß nicht, was ihr denkt. Denkt ihr, die Entwickler nehmen sich das zu Herzen, wie sehr das Franchise gerade gehasst wird und stirbt? Ich glaube, die müssen es auch ein bisschen, weil die letzten zwei Teile bei den manchen Kampagnen ja absoluter Trash. Jeder hat sie gehasst. Also ich kenne niemanden, der sie gemocht hat, der sie gespielt hat. Frag mich, wie viel Mühe die sich bei den Kampagnen gemacht haben. Also bei den letzten Games so. Bei den letzten Games kann ich mit Sicherheit sagen.
Emmett 2022, ich weiß gar nicht, wie die Kampagne ist, weil ich durfte leider nicht weiterspielen, nachdem ich einen bestimmten Speicherpunkt erreicht habe. Also, ich habe einmal einen Speicherpunkt erreicht, also ich habe so 4 Missionen gemacht, dachte mir so, ja, okay, jetzt mache ich mal Pause. Ich mach's aus, ich schaue später wieder, das Safe ist weg, muss wieder von vorne anfangen, so, okay. Kann mal einmal passieren vielleicht, I don't know. Da habe ich weitergespielt und dachte ich, okay, jetzt aber genug, ich brauch Pause. Da komme ich später wieder, das Safe ist wieder weg. Ich kann es nicht durchspielen. Ich fasse das nicht mehr an. Ich werde mir wahrscheinlich ein Display oder so angucken, damit ich das wenigstens sehe. Oder ich ziehe einmal durch, aber ich glaube nicht. Und also ich weiß nur, dass... Also das ist mein Standpunkt, Level 2. Ich weiß nicht, dass Treyarch immer die cooleren Kampagnen hatte. Das weiß ich. Ja, das also so fand ich das zumindest. Und ich finde, die haben mit allen ihren Singleplayer-Kampagnen delivered, außer mit Black Ops 3. Ich finde, Black Ops 3 war Trash. Fand ich zumindest. Weißt du was? Weißt aber Cold War und Black Ops 1 sind, glaube ich, meine Lieblingsteile von Treyarch. Man muss halt. Habe ich auch. Nee, geht los. Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Dass also generell wird so, ich habe gelesen in der Community, so diese ganz. Generell die Black Ops-Teile sind sowieso immer so Favorites gewesen bei den Leuten. Also klar, so die Klassiker so von früher gibt's auch so, aber so bei Black Ops so, da waren eigentlich die meisten immer einig. Die dachten, dass die halt gesagt haben, das waren relativ gute Kampagnen. Bei den. Ich frag mich bei den alten, bei den letzten paar Teilen, was ich da gemeint habe mit, ob die sich da wirklich so Mühe gegeben haben. Weil das ja, ich habe bei den letzteren Teilen habe ich mehr das Gefühl, da war halt immer noch so ein Fokus auf Multiplayer gelegt. Klar, die hatten immer ihre Kampagnen, aber ich glaube so, die letzten Teile war wirklich viel mehr der Fokus auf Multiplayer gelegt. Und dann kann ich mir schon denken, dass ich bei den Kampagnen. Es mussten eine Kampagne machen, natürlich gibt es eine Kampagne, aber wenn ich jetzt schon höre, dass die nicht so gut waren, so. Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sie da irgendwie so eine halbherzige Kampagne gemacht haben. Vor allem bei. Ja, also gameplaymäßig waren die alle nichts Neues, es war COD. Ich rede immer mehr von der Story-Seite von diesen Games. Ja, meine ich auch. Also Gameplay war bei Call of Duty eigentlich. Fand ich eigentlich immer ganz okay, so. Ich fand's so, halt gut, manche Änderungen, da konnte man sich drüber streiten, ob sie einem so gefallen, aber so vom Gameplay so mäßig, so war es eigentlich immer in Ordnung, so. Ich fand den Treyarch auch immer am besten, weil die haben manchmal versucht, was Neues im Gameplay zu machen, weißt du, bei Black Ops 2 Dialogoptionen, du konntest dein Loadout machen vor den Missionen, du hattest sehr viele optionale Missionen, wenn du Intel gefunden hast. Und sowas hast du auch bei Cold War gehabt. Es gab ein paar verschiedene Enden und sowas, das war cool. Hatte ein bisschen Replay-Value, weißt du, du hattest was von der Kampagne, fand ich. Nicht so wie bei Modern Warfare. Bei Modern Warfare war es immer so. Das war linear, fuck. Ja, es war so extrem linear, wirklich legit. Das war die Äquivalente von einem Let's Play einfach angucken, wenn du es selber spielst. Nee, die wollten dir halt eine Story erzählen, aber sie mussten halt irgendwie Gameplay reinbringen, so mäßig. Ja, weil, Junge, weil bei, keine bei... Ahnung, irgendwie muss es ja ein bisschen. Es kann ja linear as fuck sein, aber es soll sich nicht linear as fuck anfühlen. Weißt du, Black Mesa ist auch linear. Ja. Doom 3 ist auch linear, aber es fühlt sich nicht linear an. Das Ding ist halt, so wie die Filme, sag ich schon, ich hab schon vorweggenommen, so wie Modern Warfare aufgemacht war, hat man gemerkt, dass es halt so ein Action-Military-Film war. Und, also, es war klar, okay, die Guten werden gewinnen und oh, Spoiler-Warning, Makarov stirbt. Das war ziemlich lame. Bei Black Ops 2, also, bei Black Ops 1 kann man das auch natürlich denken, weil es da auch noch linear war, aber bei Black Ops 2, dadurch, dass es halt verschiedene Enden hatte, konntest du auch legit ein Ende haben, was einfach kacke war. Du weißt, welches Ende ich meine, oder? Bei was jetzt? Bei Black Ops 2? Ja, ja. Ja, was war da? Menendez befreit sich wieder oder sowas? Ja, genau. Also erstmal kannst du dann Kollegen umbringen, ihr habt massive Verluste erlitten, Menendez kommt frei, killt nochmal Wurz und dann killt er sich selbst. Oder macht weiter, ich weiß nicht genau, was Enden noch gab. Es gab viele Enden Black Ops 2, das fällt gerade auf. Es gibt irgendwie 4 bis 5, glaube ich. Ja, soweit ich weiß, also Cold War hat auch mehrere, soweit ich weiß, sind es aber nur 3.
Das ist so, das ist so cool, Alter. Aber Junge, die sind halt schon richtig cool, die Serien. Die sind halt echt, so wie ich es im Kopf habe, sind zumindest zwei davon komplett anders, also drastisch anders. Drastisch, ne? Vor allem bei den neuen, also bei den Modern Warfare Reboot Sachen, also den Remaster, hätte man ruhig die Kampagne auch so gestalten können. Ich meine, es wäre was Neues gewesen. Weißt du, was sie stattdessen gemacht haben bei MW3? Hm. Danny, kennst du Warzone? Ach ja, stimmt, genau, die haben ja diese Scheiße ja, du hast, gemacht. Du, ja. Die meisten Missionen, also mehr als die Hälfte der Missionen, sind basically Warzone, aber Singleplayer. So die Äquivalente von Espetaco. Du willst das Multiplayer-Spiel am Singleplayer spielen. Das waren die meisten MW3-Missionen. Das war wie diese schreckliche Coop-Mission zum Launch von Modern Warfare 2019, Alter. Junge, die waren so Dogwater. Ich hab das Gefühl, wenn die was Neues in COD machen, dann wollen die dich so ein bisschen da reinzwingen, dass du das mal ausprobierst. Und ich glaube, wenn sie jetzt mal was Neues machen wollen, machen die einfach ein Copy-Paste von was schon was gibt. Nee, ist doch so. Die versuchen halt bei den Trends mitzuhalten. Ja, das die meisten Sachen, wo sie übernommen haben, waren mehr so Hype-Geschichten. Man könnte bei Tarkov noch so ein bisschen streiten, dass Tarkov ja eigentlich... Also Tarkov ist ja schon bekannt, aber ich würde nicht sagen, dass es halt so bekannt genug ist, dass man das dort sagen, okay, weißt du was, sowas ähnliches auch ausbringen. Tarkov? Ja. Tarkov ist mega bekannt. Ja, ich sag ja, die haben auch mit Modern Warfare 2 ja Dingens versucht, so einen Counter-Modus zu machen zu Tarkov, aber der war auch scheiße. Ja, du meinst den... Ich hab vergessen, wie das heißt, das ist aber auch so ein Stück. Warte. Ja, ich weiß, DMC-Mode war das. Ja, genau! Ja. Den hab ich kacke. Gemeint. Das war halt so, ich glaube, das war zu der Zeit, wo Tarkov, also es war zu... Ich glaube, es war wieder so ein Zeitraum, wo Twitch-Drops waren bei Tarkov. Und Tarkov hat irgendwie sau viele große Twitch-Streamer bei sich so. Also es war wirklich überall da. Ich glaube, da kam das dann her, dass sie wahrscheinlich gedacht hat, bring sowas ähnliches raus. Und es war halt basic as fuck. Es war langweilig as fuck und es war einfach basic as fuck so. Ja. Aber du wurdest teilweise, was ich gemeint, du wurdest teilweise dazu gezwungen, das zu spielen, weil es gab, meine ich, Waffen, die du nur freischalten konntest, wenn du Sachen in dem Modus halt gemacht hast. Ja, entweder so viele Kills oder du extractest die Waffe mit der Waffe. Ja, ich meine, es gab sogar auch ein paar Waffen, ich glaube, es gab, bei einer Waffe habe ich schon irgendwie im Kopf, dass es so war, dass du irgendwie einen Boss oder so töten musstest oder so, irgendeine Mission musstest machen. Boah, ja, dann habe ich nicht gesehen, weil ich habe immer, dass ich immer mit der extracten musste oder halt so und so viele Kills oder zu dem Punkt dahin laufen. Ja, das könnte sein, dass sie das vielleicht geändert hatten. Aber das Spiel habe ich ja gespielt, als es rauskam. Und ich glaube, du hattest es ja dann ein bisschen später geholt. Ja, später. Ich kann mich erinnern, das war was, dass du das nicht so leicht freischalten konntest. Aber das war auch so ein Thema, wo sich viele Spieler beschwert haben. Das ist halt, dass man die Waffe legit nicht freischalten kann. Nur wenn man halt den Modus da spielt. Aber vor dem, ich hab den nur zweimal gespielt und ich habe genug gesehen. Ich habe den ein, zwei Runden gespielt und ich habe das auch dann nie wieder angefasst. Ich fand das so langweilig. Ich würde es nur spielen für die Waffen, ansonsten würde ich es nicht anfassen. Und ich würde es auch nicht alleine spielen, sondern echt nur mit Freunden, weil alleine hält es nicht aus. Das ist legit so ein Modus, das ist ein Game, das muss mit Freunden spielen, wie zum Beispiel Among Us. Ja. Obwohl man Solo spielen könnte, das mein ich halt. Ja, ich glaube mit so Co., also mit Freunden, so könnte ich das wahrscheinlich auch spielen, aber das ist halt wieder so, da machst du dir halt den Spaß selber. Du könntest auch mit Freunden irgendeinen Scheiß spielen und hättest so ein bisschen Spaß dabei. Aber der Dinosimus, der war halt, es hat sich wie Warzone angefühlt, nur dass du halt die ganze Zeit gegen Bots gespielt hast und die Bots waren auch nicht wirklich gut. Das war auch nie eine Gefahr, also ich habe nie einen Fail gehabt. Ja, das ist es gerade so. Selbst wenn andere Spieler kommen, so, andere Player, ja okay, dann geh ich mal rüber. Wir haben übrigens fertig gemacht und ja, das war aber nichts Besonderes. Was aber besonders ist,
bei diesem Footage, den ich die ganze Zeit im Hintergrund laufen lasse, im Video, im Stream auch, in welche Richtung der Black Ops 6 gehen wird? Was, habt ihr da vielleicht Theorien, was die Story sein wird? Story? Ja, irgendwelche Theorien, von dem Footage, was wir hier sehen. Dafür kenne ich mich zu wenig aus mit Geschichte. Same. Aber ich kann also... Ich habe einmal, am Anfang habe ich gedacht, weil das alles so ein bisschen so retro gemacht ist, dass es vielleicht so früher spielt. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, dass, weil das halt alles schon passiert ist, dass es auch vielleicht in so einer modernen, so, keine Ahnung, sagen wir mal, in unserer Zeit könnte so. Die Zeit? Das ist halt Footage, was da jetzt gezeigt wird, ist halt einfach nur so, ja, so, das sollte ich halt in die Stimmung bringen, so, dass jetzt die Sachen von früher halt passiert ist. 90er, gell? 90er bis, früher 2000er. 2000er, ja, danach war ja Bush. Ja. Ja, dann würde es in dieser Ära, glaube ich, spielen. Ja, ja. Davor war ja Reagan und jetzt wird es, das war 80er so. Und jetzt kommt Clinton in den 90ern und so Zeug. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, was so für Kriege es gab in den 90ern. Oh, soll ich da auspacken? Ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Also, sagen wir, ich fange mal chronologisch an. Es gab den ersten Golfkrieg, der war zwischen Kuwait und Irak. Das war 96. Dann gab es den. Streng genommen, nee, das war 94. 96 war der erste Tschetschenienkrieg. Und 1998, war der zweite Golfkrieg, bei dem Irak Kuwait überfallen hat. Dann hat er eben halt ganz NATO Irak angegriffen. Das war der zweite Golfkrieg. 2001 war 9-11. Dann fing der War on Terror an, gegen Afghanistan und dann 2003 auch gegen Irak, weil sie Massenvernichtung getroffen hatten. Ja, das sind die Kriege in diesem Zeitraum. Und ich glaube, dass Black Ops 6 darum gehen wird. Ich habe es ja auch schon vorher gesagt, weil der Arbeitstitel war ja Black Ops Gulf Wars. Ne? Gulf Wars, Plural. Ich glaube, dass das Spiel die Golfkriege abdeckt und ich finde das so gut. Ich finde das so geil, Alter. Eigentlich wird man eine Zeit mal beleuchtet, die man nie in Videospielen sieht. Vor allem die 9-11-Ära. Weil ich kann schon mal vorwegnehmen, die haben in diesem Footage auch 9-11 gezeigt. Und auch bei anderem Footage halt. Und es wird jetzt impliziert, the truth lies. Und das sagt man hier so Politiker, die halt sagen, ja, sie lügen. Und diese Stimme sagt, die ominöse Stimme sagt, ja, sei kein Schaf, sei ein Wolf. Ja, ich habe auch im Internet gelesen, dass anscheinend es eine Mission gibt, die 9/11, während 9-11 spielt. Ja, also, ich habe da wilde Theorien, aber was denkt ihr von der Info? Geil, ich hab da Bock drauf, ich hab echt Bock drauf. Warte mal, ja, da frage ich mich aus, weil das habe ich mir auch gefragt, als wir die Trailer angucken, aus was für einer Sicht jetzt. Also ich weiß nicht, das muss ich mir sagen, ich weiß nicht, ob, so bei COD hast du ja eigentlich immer so in der Armee gespielt, so als Soldat, oder nicht? Also außer der Main Character, so als Charakter warst du immer so ein Soldat. Außer Black Ops, da warst du Special Operative, also Spezialeinheiten, CIA und sowas. Ja, aber das meine ich jetzt auch mit Armee so. Okay. Du warst okay. Auf jeden Fall so Staat. Ich halt so. Ja, ja, ja. Weil war wenn ich das Footage so. Ja, du warst immer ein Teil von der Regierung, also Armee oder halt hier Spezialeinheiten. Auch in Ghosts? Ja. Du warst halt eine Versprengte. Also, ah ja, du warst ja bei den. Auch eine Spezialeinheit, basically. Ja, du warst am Anfang die versprengte US-Army, die sich zusammenbauen wollte. Dann warst du bei den Ghosts, die Spezialeinheit, die halt sich neu gegründet hat. Die dann diesen Angriff da, oder ich weiß nicht mehr genau, was da abging bei Ghosts. Mhm. Was, die haben gegen wen haben die gekämpft, nachdem diese ganzen Raketen gefallen sind? Eine Koalition von Südamerika. Ah, genau, ja. Und was auch based ist, weil Amerika hat im Kalten Krieg sehr viel mit der Politik in Südamerika rumgefickt und das war Base, dass sie dann so Rache nehmen. Kurz mal hier ein bisschen Politik reingesteuert. Ja, und dann, also... Wir reden basically über ein politisches Spiel. Ja. Ja, es ist, ja... Das, ich glaube, das Thema, wo es auch ist halt auch politisch so. Ne, weil wenn du dir halt das Footage da anguckst, das ist auch so, wie es aufgesetzt ist, ist halt alles so ein bisschen so...
gegen die Lügen von der Regierung so. Und da frage ich mich halt, aus was für eine Seite du das spielst. Weil du könntest da, entweder du könntest zum Beispiel so eine, also nicht so was Militärisches, so Staatliches so spielen, so Armee spielen, so. Oder halt Soldat spielen oder so, sondern du bist irgendwie so, keine Ahnung, von einer Outlaw-Gruppe oder so ein Scheiß halt, so eine private Gruppe so von irgendwelchen random Menschen oder so. Der deckst halt da irgendwas auf. Oder du spielst halt eine was auch sein könnte, oder du bist halt wieder in so diesem Spezialeinheit Armee-Thema drin. Du bist halt Teil davon und während im Laufe der Geschichte deckst, kommen halt so diese Taten, so, weil es kann ja sein, dass du halt da deinen Scheiß machst. Und dass es halt dann darum geht, weil es gibt ja auch Bösewichte und so, dass die halt irgendwie was da aufdecken wollen. Vielleicht da als Soldat, die Korruption von deinem Land und so ein Scheiß, halt irgendwie sowas halt. Könnte halt in beiden Richtungen gehen halt so. Das hab ich mir gedacht, also ich hab mir gedacht, das zweite, dass du CIA und ganze Spezialeinheiten bist, von den Marines zum Beispiel, und du halt vom ersten bis zum letzten Golfkrieg halt alles mitbekommst und immer so mehr merkst, dass du eigentlich hier Sachen hier vertuschen sollst und dass das, was dir erzählt wurde, halt Lügen sind. Du fängst an, also der Ingame-Charakter macht was, arbeitet seinen Job, aber der Spieler ist der Proxy, der halt die Sachen drüber nachdenkt. Und wenn es mit multiple Enden haben könnte, kann ich mal sagen, dass es beides funktioniert, dass du dann sagst, okay, ich bilde jetzt eine Splittergruppe und kämpfe gegen die Regierung. Oder du bleibst Teil der Regierung und kämpfst gegen die Splittergruppe, die sich bildet. Ja. Ja. Ja, das wäre sowas, was sie da jetzt damit machen soll. Und was ich mir wünsche, ist, dass irgendwie, keine Ahnung, das Pentagon die ganze Finanzierung gestrichen hat und jetzt die Full Mayhem gehen können. Das heißt, komplett gegen US-Regierung schießen können, das wäre so geil. Weil das hatten wir so selten, immer wurden die immer gesimt und gewhitenighted, jetzt kann man auch ruhig dagegen schießen. Gut, also so wie das alles schon so abspielt, so geht es schon so in die Richtung. Kann ich zwar sagen, so klar noch nicht so ganz oder so, aber von dem ganzen Aufbau und so, mit so Lügen und dann zeigst du die ganze Zeit also Footage von der Regierung und so. Es ist so, da schießt du eigentlich schon irgendwie dagegen so. Oder waren es Drohnenangriffe? Also ja, ich hoffe, dass dieses Marketing nicht einfach nur Marketing ist, sondern wirklich auch der Substance im Spiel sein wird. Weil das wäre so ein Tritt gegen die Eier, Digga. Wenn man es hier so aufhypt, so hier mit Conspiracies und diesmal ist auch die Regierung der Böse, also wirklich der Böse. Und dann kommt ein Spiel davon nichts rein. Das wäre so ein Abfuck. Ich wäre so pissed. Ich werde es mir eh nicht kaufen, ich werde es eh kaufen, wenn ich dann überzeugt davon bin. Ich werde es wahrscheinlich eh kaufen. So wie immer halt. Leo, der fucking Consumer. Ja, wenn der Zombie-Modus gut ist und ich wieder niemanden habe zu spielen, weil keiner es kaufen will, weil Kasper immer. Und Danny wird es wahrscheinlich eh nur cracken, dann können wir es wahrscheinlich nicht zusammen spielen. Und du sagst so, ja, ich würde spielen, wenn ich es hätte. Aber ich hab's kein, aber ich hab kein Geld. Halt's Maul, du Bastard. Das wollte ich auch noch sagen, Zombie-Modus ja eigentlich ist. Also ist der offiziell confirmed? Also ich gehe einfach mal komplett davon aus. Also man geht einfach davon aus, ja, weil das wollte ich auch noch sagen. Seit World at War gab es, glaube ich, keinen COD von denen ohne. Sogar die Kampagne wurde ausgelassen, bevor der Zombie-Modus ausgelassen wurde. Bei Black Ops 4. Deswegen, ich glaube, ja, Zombie-Modus ist halt schon ein fester Bestandteil. Ja. Nee, weil das wäre nämlich auch, was mir auch bei dem Footage aufgefallen ist, du siehst ab und zu mal dieses Hazard-Symbol in dem scheiß Bildschirm drin. Muss was mit Zombies zu tun haben. Ja, so. Vielleicht, ich 100 Pro bekommt man noch irgendwas wegen Nova 6 oder sowas gesagt. Ich glaube, die haben sogar über Nova 6 in Cold War geredet. Das ist halt, ist um was es ging bei Black Ops 1. Weil es sind ja auch immer noch dieselben Charaktere, es ist ja kein irgendwie Reboot oder sowas. Es ist ja auch immer noch Mason, Woods und sowas, Hudson. Ja, gut, dass du erwähnt hast. In meinem Kopf habe ich gerade zwei Theorien zusammengespinnt. Nämlich, die Regierung, US-Regierung, lügt immer noch über das Nova 6 Gas und hat es verkauft.
Wegen Kapitalismus. Weil die Geld macht man Profit. Waffen, Rüstungskonzerne mögen Geld zu machen. Die haben es an Irak verkauft. Und nach dem ersten Golfkrieg hat Amerika erfahren, oh fuck, die werden anfangen, da einen Krieg zu machen. Wenn sie jetzt einen Krieg anfangen, müssen wir angreifen. Dann greift Irak Kuwait an und die schlagen die halt zurück und dabei muss der Special Operator halt versuchen, die Location von potenziellen Nova 6 Container und Fabriken zu finden, um die im Vertuschen zu zerstören, damit nicht rauskommt, dass die US-Regierung da quasi fast die ganze Welt vernichtet hätte, weil Irak die verwendet hätte zum Beispiel. Wow, oder imagine, sie verkaufen das Zeug an wie du gesagt hast, an Irak. Ja. An Irak und dann greifen sie an, weil sie sagen, sie haben Biowaffen. Ja, genau. Das ist alles, also dann hier machen sie erstmal Profit und Public Image Boost. Ja genau, je nachdem wie das shiften von der Story, kann es etwas sein, dass sie versuchen es zu vertuschen, weil die gemerkt haben, oh fuck, wir haben einen Fehler gemacht. Oder die haben es halt mit Absicht gemacht, um später in den Irak einzufallen. Jetzt müssen wir überlegen, wie 9/11 dazu passt. Egal, ich hoffe, das Spiel ist kontrovers, weil ich will ein Spiel, das kontrovers ist. Und wenigstens was zu bieten hat. Also, das ist dann provoziert, aber nicht in Sachen Kontroverse, dass es einfach so schlecht ist, dass die Meta- und Score- und User-Scores auf 3.0 oder sowas ist. Also, ich muss sagen, also wenn sie nach der Werbung, wo sie hier so machen, wenn die Story verkacken, dann, keine Ahnung, dann sind die auch nicht mehr zu retten, ganz ehrlich so. Nee, also ich glaube nicht, dass sie es verkacken in diesem Aspekt. Ich hab auch nicht das Gefühl, dass sie es verkacken. Also wenn ich mir das denken kann, hier in meinem Scheißstuhl so, dann sollten die Wichser dort oben sich, dort bei dem Studio, sollten auch schlau genug Leute drin sein, die sich denken, so, wisst ihr was? Wir machen hier gerade so heftig Werbung. Also was heißt heftig Werbung, aber so eine kreative und auch so eine hypende Werbung so. Da können wir das nicht verkacken, so, wir dürfen das nicht, so. Aber ja, gleichzeitig, Danny, dasselbe hatte ich mir auch bei Diablo gedacht. Also so bei Diablo 4, bei Blizzard habe ich mir auch damals gedacht, so ey, Diablo ist so ein Bestandteil von Blizzard, oder ist halt so ikonisch auch, die können Diablo 4 nicht verkacken, so. Und das war halt nach Overwatch 2 und so, Blizzard ist ja... bringen ja nur Scheiße raus. So. Alter, fick Blizzard, Digga, ich hasse sie für Overwatch 2. Die sind untergegangen, so, basic. Und dann kam halt Diablo 4 und da war so bei mir zumindest so ein leichter Hoffnungsschimmer, weil ich mir gedacht habe, ich habe echt Bock auf ein neues Diablo. Und ich habe mir auch gedacht, so, die können nicht Diablo 4 verkacken, so, das Spiel muss gut werden. Du hast da so ein Spiel mit so einer Geschichte und so einem Namen, so, du kannst diesen nächsten Teil nicht verkacken. Was ist passiert? Es war nicht gut. Also, um fair zu bleiben, die Story war so, ja, schon okay, aber es war auch so lala. Muss ich sagen, so, das war halt ganz cool anzusehen, wegen den Cinematics, die sind immer ganz geil anzusehen, so. Und du hast halt auch die Story schon ein bisschen genossen, wenn du so in dem Ganzen, wenn du dir auch Mühe gemacht hast, es zu lesen und so. Aber am Ende ist da trotzdem noch so die Gameplay noch dahinter so. Und das Gameplay war halt kacke so, gerade wenn nach der Story so. Und darum ging es ja so. Du hattest eine Story, eine coole, und dann warst du zu Ende mit der Story. Und dann fing halt dieses Endgame an, so. Dann kommt halt dieses, das ARPG-Ding halt so raus mit den Items farmen und Dungeons machen und so. Und ab da war es langweilig. Langweilig ist fuck. Und da habe ich... Deswegen bin ich bei sowas immer so, ich bin tainted, Digga. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, können das nicht verkacken. Also jetzt Black Ops, das neue Black Ops, die dürfen das nicht verkacken, so. So, Diablo 4... Hab ich zumindest das Gefühl. Okay. So, Diablo 4, war das Spiel, was man so sich Pay-to-Win durchkaufen konnte, war das Online-Ding? Also das Mobile-Ding? Nee, das war Diablo Immortal. Das war das, da kam das Meme her, don't you have phones? Hässliche... What? Don't you have phones? Da ging sofort ein Damage Control, Alter. Ja, nicht, der hat sie angegriffen, das war kein Damage Control, der hat die angezündet.
Nee, das war unethisch, was sie da gemacht haben. Aber es hat zu diesem Diablo, dieses Teufel-Theme, hat da echt gut reingepasst, was sie da abgezogen haben, ganz ehrlich. Die haben das Wort zu ernst genommen. Nee, das ist halt wirklich so. Nee, aber Immortal war wirklich dieses Hardcore-Pay-to-Win so. Und Diablo 4 war halt auch so ein bisschen fishy so mit manchen Sachen. Ich glaube, das habe ich erzählt mit, dass du hattest auch die Battle Pass und du konntest halt da auf Kaufen drücken und es hat es halt instant gekauft. Da kam nicht mal eine Frage so, möchtest du das kaufen oder so, sondern du hast es einfach instant gekauft. Und das haben halt sehr viele Leute so gemacht, weil halt, wenn du einer bist, wo du so Battle Pass, wo dich halt so interessiert, so. Dann klickst du da einmal drauf, weil normalerweise klickst du da drauf und dann bekommst du Infos, was ist da überhaupt drin oder so. Aber nein, die Wichser haben sich gedacht, weißt du was, die Leute klicken da drauf und sie kaufen es einfach instant. Und dann warst du klickst drauf, 30 Euro sind weg. Und das war halt scammy as fuck. Achso, ja, dieser eine Button da so, ja. Dir wurde instant was abgezogen von deinem Konto. Ja, genau, du hast es instant gekauft. Du konntest nichts machen, du drückst drauf und es war halt gekauft, so. Hilfe, MS2 hätte das, als du es zum ersten Mal gespielt hättest. Alter. Du hast auf jeden Button gedrückt, wenn du weiterkommst. Die Menschen haben jetzt einfach alles dann gekauft. Battle Pass, Skin, Webpack. Halt... Leo, kannst du einen Stream anmachen? Ob ich Streamer machen kann? Ja, da kannst du Background-Footage einblenden. Okay, mach ich. Auf jeden Fall. Wenn's laggen sollte, sag's mir. Ja, das passt schon. Digga, was ist das? Was ist das, Digga? Was ist, wie ist das? Das ist doch bei dir im Stream. LOL. Alter, ich hab Gänsehaut. Alter. Okay, das muss ich aufschreiben. Hast du Shadowplay an? Ja, ich mach's einfach. Warte. Geht's die ganze Zeit? Kommt's noch von vorne? Ja, es geht. Okay, jetzt. Kommt's nochmal? Ich glaube, wenn ich jetzt wieder leise mache. Da war ein Morsecode, Digga, what the fuck? Ja. Yeah. Nee, das wird zu schnell, das schreibe ich jetzt nicht auf. Fuck, Digga, das wird zu schnell. Ja, du hast doch die Aufnahme, dann kannst du nachgucken. Ja, nachgucken, aber ich will's on live jetzt cracken. Egal, okay, dann würde ich halt einfach die Webseite und lass. Ja, guter Clickbait. So, also Clickbait im Titel, so on stream live. Clickbait im Titel. Coding. Clickbait im Titel. Thumbnail auf Dennis Gesicht. Okay. Fuck, was soll ich sagen? Ah, stimmt. Ich find's gut, dass wir alle drei eine Sache haben, bis wir Blizzard hassen, Alter. Bei Leo ist Blizzard ist aber auch kacke, ich hasse den Wichser. Bei Leo ist es Overwatch. Bruder, Alter, Blizzard ist bei mir durch, Plan, Digga. Bis die fucking Overwatch 2 fixen, Digga. Bis dahin, Digga, will ich nichts von denen wissen. Das ist, also, bei mir, also, bei Leo ist wegen Overwatch durch. Bei Danny wegen Diablo und ihre Scam Practices. Bei mir wegen Warcraft 3 Remaster. Oder Reforged, wie es jetzt heißt. Hey, warum hast du Warcraft gespielt, oder was? Ich hab's gespielt, ich war nicht so ein riesen Fan davon, aber ich hab's gespielt. Und ich hab's gesehen, was sie mit Reforged, dem Remaster quasi, gemacht haben, dachte mir so, ihr seid solche Hurensöhne. Es war eine Beleidigung an allen Punkten. Leo, weißt du, wie viele FPS du im Menü hattest? Wenig, weil das irgendwie ein Browser war oder sowas. Richtig. Und weißt du, was am Browser? Firefox? Nee. Chromium. Ich weiß Chromium. Also Chrome, aber und nicht mal einfach nur so eine abgespeckte Version wie Chrome, sondern wirklich Chrome. Das heißt, der ganze Arbeitsspeicher war voll. Was eine Scheiße. Gekattete Cutscenes, schlecht aufgelöste 4K Cinematics, also nicht mal 4K Cinematics. Es war fürchterlich. Und das wirklich Allerschlimmste, du konntest das Original nicht mehr kaufen. Ja, das ist sowieso die Härte, Alter. Genauso, das ist genauso wie mit Overwatch 1 und 2, Junge, Alter. Ich schwör's dir, keiner würde Overwatch 2 spielen, wenn es Overwatch 1 noch geben würde. Ich schwör's dir, Mann. Ja, safe.
Junge, ey, was die gemacht haben, wirklich, immer wenn ich darüber nachdenke und immer wenn ich darüber rede, es schmerzt mir in der Seele, Alter. Ich verstehe nicht, wie man so selbstzerstörerisch sein kann. Und seine Playbase einfach so ficken kann, Junge. Das ist die Walcott, irgendwie. Die haben auch nicht mehr verstanden, was ich finde es aber auch schwer zu predikten, was eigentlich die Call of Duty Community haben will, Alter. Ja gut, die Call of Duty Community ist sowieso komplett on crack. Vor allem ich bin so on crack, der Zombie-Modus im neuen Black Ops soll einfach so sein, dass du gegen mutierte Iraker kämpfst. Ja. Keine Ahnung, Nova 6 ist ausgebrochen im Irakkrieg und jetzt bist du so in der Zone und musst jetzt, so es gibt leichte Mutanten, so einser Zombies, die du halt messern kannst für ein paar Punkte. Da kriegst du so richtig mutierte, so einen mutierten Saddam Hussein, der als Beine so zwei Panzer, die zusammengeschmolzen sind. Ja gut, die Frage ist, da hast du so einen Zusammenhang vom Zombie-Mode zu der Story halt so. Also ich würde mich da fragen, ob der Zombie-Mode was mit der, so weiß nicht genau, wie es ist, aber der Zombie-Mode hat ja eine Story. Ich meine, du machst halt die Story gerade vom Zombie-Mode nur auf die Kampagne von dem, was jetzt rauskommt, COD halt, drauf aus. Dann frage ich mich halt, ob der Zombie-Mode, wie soll ich sagen, zu der richtigen Kampagne oder zu der richtigen Lore was hinzufügt, so, die wir jetzt gerade haben. Oder ob das halt so, ob der Zombie-Mode, die Lore von dem Zombie-Mode jetzt exklusiv für das Spiel jetzt ist. Boah, ich weiß gar nicht, ob die aktuelle irgendwas mit der vorherigen zu tun hat. Soweit ich weiß, ist sie in Black Ops 4 zu Ende gegangen. Ich hätte einfach gesagt, ich hätte gesagt, dass sie einfach von Cold War weitermacht. Aber ich glaube nicht, dass sie einfach wieder eine komplett neue angefangen haben, weißt du. Ich glaube, die haben einfach wieder dieselbe genommen. Weil man hat halt diese ganzen, hallo? Ich weiß gar nicht, ich habe nur halt die eine Map gespielt, die anderen habe ich gar nicht so wirklich gespielt. Ich weiß nicht mehr, gab es DLC-Maps in diesem Game? Ich weiß es gar nicht mehr. Das habe ich auch gefragt, weil ich habe ja einen Cold, ich habe ja gesagt, die werden bestimmt Cold War weiterführen. Jetzt habe ich überlegt, gibt es überhaupt eine weitere Map als nur die eine? Gibt es überhaupt eine Story in dieser Cold War Zombies? Story gibt es. Ja, so ein bisschen, ja. Weißt du noch Weaver? Kennst du noch Weaver aus Black Ops 1, welcher einfach komplett verschwunden ist nach gell? Black Ops 1? Ich find's so komisch, man hat extra in Black Ops 1 gezeigt, wie sein Auge ausgestochen wurde, um Graf Chenko, oder wer das immer gemacht hat, ganz böse darzustellen. Ja, ja. Und dann verschwindet Weaver. Ja. Aber jetzt, in Cold War ist er da, dieser Typ, der ganz über Funk mit dir redet. Ja, immerhin. Warte mal. Ja, Digga, Cold War, da gibt's... Oh, Bruder, ich muss wissen, wie sie heißt. Grey, Junge, ich verstehe gar nicht, warum du so siehst. Ja, Grey, Bruder. Ich finde, die sieht überhaupt nicht gut aus. Bruder, Grey, die Elizabeth Grey, die, Bruder. Die ist Bay. Ich finde die basic as fuck. Bruder, ich habe schon ein paar Mal das Game neu gestartet, nur damit sie mit mir redet. Wir haben 43 Minuten gebraucht und wir reden jetzt schon über Waifus in COD. Vor allem, das ist so disrespectful, wir reden gerade über Weaver, um drüber zu reden, wie er massakriert wurde, kommt der genauso Ray. Wie er in dem Spiel verschwunden ist, verschwindet er jetzt auch hier im Gespräch, ganz ehrlich. Ja Junge, das ist Danny gewesen, nicht ich, okay, weißt du? Ja, ich weiß, aber ich find's... Ja, ich hab nicht angefangen über Cold War zu reden. Ich würde sogar eher verstehen, wenn man sagen würde, oh ja, nice, Parker, weil die hat einen nice Butt, aber Junge, Gray, ne, Digga, nein, Mann. Ja, Parker, Digga, Peter Parker, mir doch egal. Oh, Junge. Ja, also ich will nur sagen, Hashtag Justice for Weaver. Aber auf jeden Fall, Junge. Dass der Black Ops 2 gar nicht aufgetaucht ist, war irgendwie komisch. Es ist echt komisch. Warum ist er gar nicht? Er war sogar in der allerletzten Szene von Black Ops 1 dabei, als diese ganzen Jets und diese riesigen Kampfschiffe sind und sowas. Das war, du kannst mir nicht erzählen, dass die Devs nicht dachten, komm, wir machen so eine witzige Szene rein, Alter. Also komm, das war doch so ja, das ist so richtig America-Moment, Alter. Das war too America for me, Alter. Ey, du Nutten. Damit die Leute wissen, was ich meine. Ich meine das hier. Ach, Junge. Wie guckt der denn, Alter? Ich spur ein bisschen vor, bis das Ende kommt. So, hier nämlich. Ja.
Oh, fuck. Mason! Mason! Ja, da ist er. It is over. We won. For now. America. Was war mit Musik, Alter? Weißt du, wo waren die alle, bevor du da hingegangen bist? Weißt du, wir hatten da irgendwie eine Handvoll Helikopter und die haben es gerade so hinbekommen, Digga. Waren wir jetzt über den Farmer? The Gale? What the fuck? Es ist auch so lächerlich, wie die Schlachtschiffe dastehen. Zero. Warum stehen die so 11, nah aneinander? Das ist nicht irgendwie voll. Scheiße, da fahren wieder. Ja. Setbeat. Und hier ist das endlich die Zahlen. Das ist über Texas. 1973 war das, glaube ich. Da ist Kennedy, da war es 63. Nee, 1961. 61 ist erschossen. Hier fährt er lang. Texas. Die Zahlen sind wahrscheinlich die Koordinaten, Namen und ne, was er machen soll. Als ich gesehen habe, war ich ja schon volljährig und ich habe so Gänsehaut bekommen, Alter. Ich krieg die gerade jetzt wieder. Oh Junge, vor allem mit dem Chor, Digga. Ascension. Das ist richtig geil. Ja, also Mason hat, es wurde impliziert, dass er Kennedy umgebracht hat, aber ich glaube halt eher, dass er geholfen hat bei Kennedys Attentat. Ja, es gibt ja Theorie, dass es halt zwei Leute gab, die ihm geschossen haben. Ja, weil Mason ist da im Flughafen. Ich glaube nicht, dass er so schnell dahin kommt. Er hat nur, glaube ich, die Waffen sowas besorgt. Das meine ich halt. Treyarch hat's ja auch gemacht. Also, da halt, dass Mason das alles gemacht hat. Was ist das Mason? Dass Mason halt am Attentat von Kennedy mitgeholfen hat. Wegen diesem. MK Ultra Sleeper Agent. Von den Russen. Projekt. Mhm. Und ich glaube, dass sie jetzt dann 9-11 nehmen würden, dann echt so tun, ja, das war ein Inside-Job. Wenn sie das machen, die haben meinen fucking Respekt. Weil das, ich keine Ahnung, wie ich das sagen soll, das wäre so cool. Weil, ich weiß nicht, weil, du hast, wo hast du jemals in den letzten 4 Jahren ein Spiel gehabt, bei dem die Story so einen harten Twist hat? Was so massiv abändert, was einem aus der Komfortzone holt. Cold War. Okay, nicht so extrem, aber es hatte schon einen coolen Twist gehabt. Okay. Persona 3. Ja, okay, das ist gut. Immerhin kommen Spiele-Namen, das ist besser als gar keine Namen. Meiner Meinung nach. Man muss halt immer an MS2 denken, an die Flughafen-Mission. Obwohl die eigentlich von der Story auch bescheuert war, die hätten es sinnvoll machen können. Die Idee war ja, dass Russland denkt, oh, Amerika hat uns angegriffen, aber es ist so dumm, Alter. Ihr habt Sicherheitskameras, Makarov ist bekannt. Dieser Typ, das sieht nur aus wie Makarov, das ist aber ein Amerikaner. Weil die Waffen, die haben amerikanische Munition geschossen. Stell dir vor, es passiert wieder ein Attentat in Russland und dann merkt man, oh, die haben mit AKs geschossen, das waren Russen halt. Nee, das waren Ukrainer, weil die haben auch AKs. Auf der Logik war das. Gefühlt die halbe Welt hat AKs. Ja. Jede fünfte Schusswaffe ist ja eine AK, soweit ich weiß. Also diese Statistik ist von einem Ahoi-Video, aber keine Ahnung, ich glaube, dass der Typ sein Research macht. Ich auch. Er könnte mir auch erzählen, dass 9-11 ein Inside-Job war, ich würde ihn fast nicht erzählen. Ich glaube, der 13-jährige Robmann würde dieses Spiel lieben. Ey! Aber ey, das ist halt witzig. Das ist so witzig, dass wir 13 so ein 9-11-Truther waren. Also für den Kontext her, ich habe damals als 13-jähriger wirklich geglaubt, dass 9-11 ein Inside-Job war. Und das hör mal zu. Kontrollierte Sprengungen waren mit Mini-Nukes. Mini-Nukes. Ja, Miniaturbomben. Ja, warte. Also ich hab das nicht einfach so. Das hat halt ein russischer komischer Autor geschrieben in deinem Buch, in dem sowas erprobt wurde. Also diese Art von Sprengung gibt es, aber ich glaube nicht mit Mini-Nukes. Und ich als Kind hat es nämlich so viel Sinn gemacht, weil er hat erklärt, es müssen Mini-Nukes sein, weil am Ground Zero Leute bekamen
Krebs und es war radioaktiv verstrahlt. Das lag am Asbest und den ganzen Scheiß, der verbaut wurde. Aber ja, aber als Kind dachte ich trotzdem, ja Mann, das macht voll Sinn, weil denk doch mal an Fallout. Ja, du kannst deine radioaktive Strahlung im Körper mit Radaway wegbekommen. Dachte ich mir auch so. Also das zu dem. Aber es war übertrieben. Ich glaube, dass 9/11 kein Inside-Job war. Aber ich. Oh, aber, das so? Aber ich würde nicht jeden als verrückt bezeichnen, wenn er halt skeptisch ist. Also ich würde es verrückt bezeichnen, wenn sie denken, ja, das war alles geplant und orchestriert, da gab es gar keine Flugzeuge. Die halte ich für verrückt, weil das ist obviously falsch. Also wirklich, dass Flugzeuge nicht da waren, ist das kleinste Problem. Das Ding ist halt, aber wenn jemand skeptisch ist, sagt so, ich bin mir nicht sicher, ob da alles gestimmt hat, was passiert ist. Zum Beispiel, wenn da jemand sagt, wir wussten gar nicht, dass diese Leute bei uns einen Flugkurs machen, oder wir wussten gar nicht, dass sie Waffen tragen, oder wir haben alle kontrolliert und die kamen halt. Nee, das meine ich halt. So, hey, hatten die echt Schusswaffen, oder? Nein, die hatten Teppichmesser. Ah, okay. Kabelmesser. Das meine ich halt, und da kann man halt schon skeptisch sein, so, ja, vielleicht wurden die richtig kontrolliert, oder vielleicht hat der Flugkurs einfach geleugnet, dass sie schon nicht da waren oder sowas. Das meine ich halt so. Skeptisch über die Sachen, die halt sinnvoll sind. Mhm. Weißt du, behaupten, das waren Drohnen, das sind Drohnen ins Flugzeug, in den Tower geflogen. Das war kein Flug, das finde ich halt schwach. Weil es gibt du meinst, du sollst skeptisch sein, aber ohne Cringe. Ja, quasi. Also, du sollst überlegen, was... Skeptisch sein mit Hintergrund oder mit einem Grund dahinter, ja. Ja, also nicht einfach ja. so... Und das nicht war... delusional sein, so, wenn mit einer dir das gegenweist, halt so einen Gegenbeweis bringt oder dir das beweisen kann, sodass du dann bist so, nö. Das kann nicht sein. Ja, also, nicht jede Theorie... Basically jeder Schwurbler... Hey, ja, das Spiel, fick mich nicht. Ja, genau. Nicht jede Theorie gleich sagen, das ist Schwachsinn, sondern sagen, ja, das könnte es sein. Wenn es physikal, also wenn du es begründen kannst. Ich hatte eine Diskussion mit so einem Typen. Nicht wirklich lange, nicht ausfallend. Ich habe ihn vorgeführt. Der hat gesagt, da waren keine Flugzeuge. Und er hat gesagt, das waren halt Drohnen. Seine Begründung war, wenn da Flugzeuge gewesen wären, hätten die Wake Turbulence gehabt. Wake Turbulence ist einfach. Warte, ich sag mal kurz. Wo ist das Turbulence? So. Ja, es ist also, Flugzeuge, wenn die vorbeifliegen, oder gerade wenn die fliegen, entsteht durch die Strömung über dem Flügel, Wirbelschleppen heißen die auf Deutsch. Die sehen so aus. Die drehen sich halt hinterm Flügel und verwirbeln die Luft dahinter. Weswegen es gefährlich ist, wenn Flugzeuge direkt hintereinander starten würden, weil diese Verwirbelung mit dem Luftstrom messen kann und die dadurch abschließen könnten. Alter, sieht das cool gruselig aus. Ja. Und... Alter, ist das cool. Imagine, du guckst aus dem Fenster und sowas guckst du siehst an. Sowas, Digga, du bist doch... Oh mein Gott. Und je größer... würde ich anfangen, ins Horoskop zu gucken. und je größer das Flugzeug, desto länger bleiben sie da und so. Deswegen, wenn eine Cessna abhebt, kann man sofort hinter danach abheben. Meistens, weil die Wirbelschleppen schnell verwehen. Aber wenn zum Beispiel so ein Airbus oder hier diese L110. L111. Ich muss nur. Nee, oh L1011, mein Gott, das Game. Vorbeifliegt, dann verwirbelt es ein bisschen mehr und dann gibt es erstmal Probleme, deswegen muss man erstmal warten. Dein Argument war halt, als die Flugzeuge in den Turm geflogen sind. Ah, warum waren da keine Wirbelschleppen? Das ist doch normal so. Das liegt daran, das ist sehr einfach, warte. Also da fliegt das Ding rein. Und da sehen wir keine Wirbelschleppen. Das ist dein erster Podcast, wir gucken uns schon Fotos von 9/11 an. Ey, ich hab ja gesagt, es kann ausufern. Und guck, keine Wirbelschleppen. Das liegt halt daran. Ich hab das Research, weil ich das für eine echte Schularbeit machen musste, also ich musste mir da Mühe geben, damit das gut wird. So.
Alter, das goes so hard mit Atomic Heart Metal. Okay. Das Laufen, Junge, das kann droppen. Oh, Junge, Alter. Okay, auf jeden Fall, ich erkrach das rein. Und der Flügel hat diese Wirbelschleppen, solange Strömung herrscht. Das heißt, das Flugzeug muss stabil sein und gibt es denn eine Animation? Plain Hit, nicht Crash. Ja, da ganz viele Hitmarker. So. Wow, Junge. Multikill, Nuke, direkt ready. Ja, genau. Deswegen brauchen die auch zwei Flugzeuge. Für einen Tower. Ein Tower war eine Map und du musst da 25 Kills haben sofort. Damit du zwei Nukes hast, mit diesen zwei Mini-Nukes, oh, fuck, ich bin falsch rum. Musst du die Türme sprengen. So, warte mal kurz, gibt's dafür ein GIF? Ist das ein GIF? Das ist kein. Da, ah, hier ein GIF. Also, man sieht den Flügel nicht. Ey, warum so wenig? Alter. Kann ich nicht einfach mal guten Stuff haben auf im Internet? Ich halt mal vorbereitet. Ja, ich hab. Wissen können, dass wir jetzt anfangen über 9-11 zu reden. Das stimmt aber. Da denn ja echt einen Punkt, ich hätte es echt voran können. Halt dich doch fest, Faith, was machst du? Oh mein Gott. Ja, okay, das Bild reicht. Also, du hast hier diesen Flügel und du hast diese Strömung, ja? Hier ist die Strömung kurz zum Abreißen, das sieht man hier. Normalerweise ist es eigentlich so, das ist normale Airflow, das ist aber schon kritisch. Und wenn diese Strömung jetzt halt hier herrscht, dann bildet sich diese Wirbelschleppe an der Flügelspitze, ja? Es ist quasi so, als ob die Luft so einen Mantel um den Flügel legt und bis zum Ende des Flügels geht. Deswegen haben Flugzeuge am Flügel so einen kleinen Flügel, der nach oben geht, damit die Wirbelschleppe effizienter abgeleitet wird. Aber auf jeden Fall, du musst eine Strömung haben. Wenn du keine Strömung hast, hast du keine Wirbelschleppe. Die verschwindet, die ist weg. Und das ist hier passiert. Sobald der Flügel den Turm trifft, ist sofort der Luftstrom weg. Heiße Luft kommt aus dem Turm raus, was nochmal die Strömung halt beeinflusst und zunichte macht. Fette Wand Hitze rein. Wo will sie? Sie ist blockiert. Ja, quasi, also. Wo soll sich da die Wirbelschleppe bilden? Es geht gar nicht. Vor allem, weil es auf ein Solid Object trifft. Ich meine, die Wirbelschleppe ist hier hinten irgendwo. Die geht bis nach hier nach vorne, aber der Rauch geht nicht mal so weit. Weil es hier unmittelbar aufhört. Die geht ja nicht weiter. Wie soll es weitergehen, wenn du ein festes Objekt reinfährst? Das war sein Argument. Ich habe das dreimal erklärt und nachgefragt. Er hat es ignoriert. Das hat mir schon gezeigt, okay, der Typ will es nicht wissen. Das meine ich halt. Der hatte eine Skepsis. Ich habe ein Argument gebracht, warum es nicht sein kann. Er hat es ignoriert. So. Ja, da kann ich dir nicht mehr helfen. Du musst auch Argumente anhören, also, du musst Argumente anhören mit dem Mindset. Ich will auch mal falsch liegen. Das dachte ich mir nämlich, vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht hat er eine Erklärung. Die Erklärung kam halt nie. So. Deswegen nochmal zum Thema Truther. Ich glaube nicht, dass jeder Truther ein Spinner ist, aber die meisten. Und dass eine gesunde Skepsis halt gut ist. Also eine richtige Skepsis, nicht so, ich bin jetzt einfach Anti, weil ich Anti sein will. Gegen Regierungen sein ist ja gut und so. Du weißt ja nicht, was sie alles planen. Also, die haben ja wirklich dann den Krieg in Irak, also 2003, gemacht wegen Massenvernichtungswaffen, die halt nicht vorhanden waren. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute, die so lautstark skeptisch sind, das sind meistens Cringe-Leute. Ich glaube, die, wo eine gesunde Skepsis haben, die schreien das nicht so raus. Nee, machen die auch nicht. Ich meine,
es muss einen Grund geben, warum, es muss einen Grund geben, warum ich immer lese, es gab keine Flugzeuge, das waren Drohnen. Hab keine Wirbelschleppen, Leute. Leute, ich hab zwar nie in die Uni von innen gesehen und hab auch kein Stück Physik gelernt, aber Leute, hört mir zu. Ich hab ein YouTube-Video geguckt. Naja. Fuck, ich weiß nicht, mich fordern, was war mein Punkt eigentlich? Was war mein Punkt? Scheiße. Also ja, gelungene Skepsis haben. Ich glaube nicht, dass es ein Level Inside-Job war. Mein 13-jähriges Ich würde widersprechen. Aber ich glaube, dass die Regierung das perfide ausgenutzt hat. Ja, das glaube ich eher. Das würde ich dann schon eher glauben. Man kann es nicht leugnen, wie hoch dann hier die Überwachung in sogar privaten Haushalten hochgegangen ist. Stichwort NSA und... Oh, was? Ich muss denken, sogar ein Drachenlord. Die Mägel wundert sich, dass ihr Handy abgehört wurde. Ja, und uns juckt das nicht, oder was? Ich liebe diesen Mann. Also, den 2015 Mann. Also, wenn ich Merkel höre, ist das allererste, woran ich denke, ist, wie der Typ schreit, Merkel! Merkel ist tainted bei mir, ich höre nur diesen Typ rein. Ja. Leo übrigens auch. Was machst du da? Leo übrigens auch. Weißt noch, Leo, der Dude? Ja, hab ich doch gesagt. Wegen Merkel! Gegen wen protestieren sie? Gegen Merkel! Und warum? Weil sie eine Volksverräterin ist. Ich frag mich, was da jetzt. Vor allem war der Typ halt noch nicht mal angesprochen. Ja. Also das war ja irgendein random anderer Typ, wo gefragt worden ist, interviewt worden ist. Und der kommt da einfach rein wie so ein Anti-Merkel-Ultra. Ja, weißt du, warum ich das erinnert? Warte. Es erinnert mich an diesen Meme. Oh, ja, ja. Also, das ist auch basically. Leo, siehst du in dem Meme? Ja. Nur invertiert er jetzt von dessen recht so. Gegen wen protestieren sie? Also gegen die Politik Merkel! Warum protestieren sie? Ja, weil sie eine Volksverräterin ist! Warte, ich muss noch kurz das Video suchen. Na, ich drück doch Leertaste Faith! Scheiße. Toll, ich hab einen YouTube-Sucher bloß nicht. Okay, warte mal. Zu suchen. Warte. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Ich muss gerade Pinot suchen. Such doch einfach wegen Merkel. Als ob man so findet, Alter. Wegen Merkel. Ah, nee, warte, vielleicht ein E. Da unten, Protest in Hamburg. Ja. Okay, die hier ist direkt, warte mal. Ah, oh, da ist er. Wegen Merkel! Ich muss kurz suchen, wo... Ja, hier ist Highlight. Und dann gegen was? Gegen Merkel. Gegen Merkel! Und warum? Und gegen den ganzen Park. Weil hier eine Volksverräterin ist! Also, wenn vom Land eigenes Volk verraten, sagen sie. Also, Respekt ist du. Der ist wenigstens live dabei und nicht so, ja, so Larifari, so, ja, gegen dieses Park. Oder er ist voll dabei. Merkel! Das ist ein kompletter Ultra. Der schwingt sogar die Fahne. Also ja, das zu 9-11. Hä? Alter, Spiel, fick dich was doch! In deinem Video, den könntest du so gut machen wie noch nie. Diskussion über COD, neues Black Ops, Trailer zusammen angeguckt, drüber geredet, 9-11 und Merkel. Die ultimative Verschwörung, Black Ops 6, 9-11, Merkel. Ja. Oh Mann, ja, das ist gut, aber ich hab grad vergessen, was ich sagen wollte. Ah, was denkt ihr? In 9-11 Inside-Job oder nicht? Nein. Ja. Sag mal so, man weiß ja nie. Das Flugzeug war ein Hologramm. Was wissen wir eigentlich? Gar nichts. Hast du live gesehen? Warst du da dabei?
Ich denke nicht. Machst du live dabei, Alter? Junge, kann ich auch selber dich fragen, du Lutscher. Aber das spielt ja keine Rolle, Digga. Ah, das spielt keine Rolle für dich, gell? Ja. Ah, okay, ja. Suck my ass, Digga. Er ist ein wacher Alpha-Wolf. Naja, weißt du, ich hab dich nicht beleidigt. Das zeigt, dass ich der Klügere bin. Ja, schön für dich. Du klingst trotzdem falsch. Ja, das sagst du. Ja, das weißt du mal das Gegenteil. Andersrum, liegt jemand überhaupt richtig? Ja. Weil gibt es überhaupt ein richtig und falsch oder passieren Sachen einfach, weil sie passieren? Oder zynisch ausgelegt. Hat das Amerika sich selber verbockt, weil die. Wir leben einfach in der Simulation halt Small, Digga. Jetzt bin ich baff, Alter. Das ist ziemlich traurig. Das ist halt echt traurig, Mensch, warum? Du lebst in einer Simulation und alles, was dein Zweck in dieser Simulation ist, dass du einfach dieser scheiß Bürger bist, so. Du hast nicht diese Rolle bekommen als irgendeine wichtige Person oder so, sondern in dieser Simulation bist du einfach nur so, keine Ahnung, du bist nur so 10 MB laufende RAM oder so. Wir müssen einfach wie Rick und Morty nicht zum Teppichladen zurückkehren. Ey, komm, Leo, du verstehst die Referenz, oder? Ja, doch, ja, weil Morty wieder zurück zum Teppichladen gegangen ist. Genau, und, genau. Und Rick hat ihn dafür gehatet oder kritisiert, weil er so langweilig ist. Ja, richtig. Oh, guck mal, was er mit Roy macht. Oh, das ist ja krass. Mann, Faith! Ich fühle mich wie fucking Dingens Drache mit Ezio. Oder Roman, wenn er allgemein solche Spiele spielt. Ja. Dann frage ich mich, warum hat mir die Simulation solche scheiß Variablen gegeben? Warum hat er gesagt, jo, Körpergewicht 150 Kilo, Fettanteil 60%. Also kein Blut. Die hat es dir ja nicht gegeben, die hast du ja selber. Ja, ja, eben. Angefressen. Imagine, ich rente drüber, dann sagt der Dev über so eine Konsole, also so eine Konsole, so ein Terminal, so, das simuliert, du Fettsack, du kannst immer abnehmen, du Idiot. Nee, ich glaube, in der Simulation geben sie so einem so ein random Seed und dein Seed war einfach, dass du voll viel frisst. Ja. Glatte 10. Gleich. Ey, was macht sie? Nee, was machst du? Ich darf nicht shiften, weil es ist halt praktisch, wenn du shiftest, weil dann kannst du diese Animation skippen, wenn du hoch genug bist, aber ich war nicht hoch genug. Deswegen, weißt du, was passen wäre, Leo? Hm. Wenn man Black Ops Gameplay laufen lassen würde. Das aber passend, aber ich hab's installiert. Ja, deswegen lasse ich das aber so. Ja, ich könnte, während wir das hier, während du den Podcast machst, könnte ich Black Ops einfach zum ersten Mal durchspielen. Die Zahlen, Mason, die Zahlen. Was machst du? Ach, du hast es geschafft. Ja, hab ich es geschafft, Digga, auswischen. Ja, hab ich es geschafft. PS voll, ignoriere doch mal. Aber ich hab echt viele Videos dazu angeguckt. Ich hab mir sogar ein super politisches Buch zu 9/11 gekauft, was ich nicht gelesen habe, weil ich war ein Kind. Ich dachte mir, da sind voll die coolen Bilder drin. Ich hole es mir. Aber ich will jetzt weiter FTL spielen. Ja, genau. Es sah so interessant aus. Da war halt Bin Laden, da waren die Türme, da war Busch. Ich hatte ein Buch über Waffen. Von da weiß ich, dass die P90 von Belgien ist. Ich hatte das gleiche Buch, aber ich habe es, glaube ich, kaputt gemacht, weil ich so... Ich war so ein Kind, Alter. Ich habe es damals nicht. David gegeben. Ich sag nicht den Nachnamen. Du kennst ihn noch. Ich hab's ihm gegeben und er hat's mir nie wieder zurückgegeben. Es ist gleich wie mit mir und den einen Dude mit Spoil, ich sag seinen Vornamen nicht. Du weißt doch, wen ich meine. Ich hab. Das ist ein richtiger Sluff, Alter. Ich hab. Ja, Mann. Ja, wo muss ich hin? Ich hab meine Bücher sogar richtig kaputt gemacht. Ich hab da Seiten rausgerissen, damit ich die Bilder haben kann. Oh, Junge. Ich hab auch Bilder aus Büchern rausgeschnitten, damit ich die Bilder habe. Boah, ich weiß doch, als Kind Waffen waren das Coolste, was es gab, Digga. Heißt doch immer noch, nein, Spaß. Doch, eigentlich schon, aber ich kann halt nicht. Weißt du, damals fand ich cool, oh, Pistole cool, oh, AK cool, aber jetzt sehe ich so, oh, Tactic coole M4, MK18 mit 8-fach Scope und sowas. Sowas kann ich nicht haben in Deutschland. Sogar wenn ich sowas könnte, ich könnte es mir eh nicht leisten, das kostet viel zu viel Geld. Ja, Mann. Junge, ich krieg's nicht. Kannst dir eine Armbrust von Jörg Sprave kaufen. Ich kann mir auch einfach selber Waffen machen. Und die modifizieren, legal. Ich mach mir einfach Rohrbomben, Digga.
Oder Rohrbomben bei Politikern. Disclaimer, dieser dabei. Podcast hat sehr viel Satire und Witze. Alles, was ja, gesagt wird, Minecraft, sollte Digga. Nicht ernst gemeint werden. Genau, Minecraft, wir reden gerade von Minecraft. Minecraft. Warum ist eigentlich Mirror's Edge so rassistisch? Ist alles so weiß, Digga. damit Leute einfach bewacht werden können. Ja, überleg mal, auf den Footage von der Inländer Spaß. Aber jetzt mal ehrlich, muss ich kurz sagen, Waffen? Ich mach einfach Rohrbomben. Ja, das ist Rohrbomben. Nein, bitte nicht. Bitte versuch nicht Briefkasten zu springen. Kennst du dieses Bild von Ted Kaczynski? Ich hab das glaube ich in Denkmemes reingemacht. Neben sein Haus mit dem Pony. Nee, nicht das, sondern da mit dem, ihr kennt diesen Meme, you receive, bla bla, I receive, bla bla. Und bei ihm, bei dem ist einfach nur Ted Kaczynski und da ist einfach nur, you receive mail. Alles Sachen ist gut getan, jetzt bin ich ein bisschen tired. Warte mal kurz, was soll ich jetzt sagen? Oder wolltet ihr noch irgendwas sagen? Zumindest Danny wollte irgendwas sagen. Also ich habe mich noch nie wirklich bei Game Releases geirrt, wenn ich ein gutes Gefühl hatte. Und ich habe ein gutes Gefühl bei Black Ops 6. Was meinst du mit Release, was meinst du? Ob das Spiel gut wird okay. oder nicht. Du sagst, es wird gut. Ja. Okay, Danny ist skeptisch, oder? Oder wenn ich richtig verstanden habe? Also da ich die generell so die Kampagne von COD, das hat mich eigentlich sowieso nie interessiert. Habe ich da eigentlich nicht so ein großes Interesse dran. Ich habe eine leichte Skepsis, aber ich also nicht so auch, ich tendiere glaube ich auch eher dazu, dass ich sage, dass es glaube ich wird. Wegen der Begründung, weil die haben so Marketing gemacht, die dürfen sich verkacken. Oh mein Gott. Ja, also, irgendwie schon da. Also die haben so Marketing, das heißt, die haben sich was gedacht und die ziehen auch durch, nicht so Infinity Ward. Ja, also ich legit, bin einfach beeindruckt von dem Marketing so. Ich finde das, was sie da gemacht haben, ich finde das kreativ, das ist gemacht so. Und das baut schon so eine Spannung auf. Du hast Bock halt zu erfahren, was da jetzt passiert oder was da jetzt kommt so. Du machst den Leuten halt wirklich Bock auf die Story. Und wenn du dann verkackst und die Story halt scheiße machst, so, dann... Bruder, was willst du da, dann... Keine Ahnung. Und dann löscht dich halt einfach, keine Ahnung, also, wirklich halt. Das ist eine Ansage, die... Das wäre halt ein richtiger Downer, so, wenn die das da machen. Das ist eine Ansage, die muss man auch verfolgen. Wenn das reinscheißt und es nicht mal gute, also nicht mal so... Sagen wir nicht mal alle Awards gehen, aber so nicht mal so gute Wertung bekommt. So, es war gut, das kann man sich kaufen, das ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn das nicht kommt, ich glaube, Gott ist tot. Ich glaube, die werden. Gut. Also ich glaube, dann wird wirklich. Also Gott muss dann wirklich sterben, will ich damit sagen. Oh man, die hatten ab 2000. Nach Ghosts hatten sie bis Modern Warfare 2019 mediocre Releases. Das hat sie auch nicht gekillt. Ich weiß, aber jetzt muss es das töten, wenn es mediocre wird. Nein, wird's nicht. Ja, natürlich. Nee, wird's nicht. Bei COD hast du halt die ganzen Kinder halt da. Ja, Normies hört sich so gemein an, aber es ist halt so. Die ganzen Normies, die kaufen sich eh immer das neueste COD. Einfach nur, weil es das neueste ist. Fertig. Mein Cousin ist so einer. Ja, das stimmt. Er hat zu mir gesagt, ich werde es mir einfach nur holen, weil es das neueste ist. Und ich werde das alte noch nicht mehr spielen. Aus Prinzip. Und nicht so, hä, warum? Ja, weil es das Neue ist. Ja, aber wenn es besser, wenn es schlechter ist, ja trotzdem, ist es neuer. Das spielen Leute, das spiele ich dann auch. Ja, klar, aber warte mal, ich finde nicht. So dieses. Oh Mann. Man könnte sagen, dieses leicht so, also dieses socially accepted Gaming so. Ja. Also so früher war Gaming war irgendwie immer schon so ein bisschen accepted, aber Gaming hatte ja trotzdem so ein bisschen so, oh, du bist ein Gamer. Kinder weird so mäßig. Ja, so. Gaming wurde Corpo und Mainstream. Das ist das größte Problem in der Industrie. Das sind nicht mehr Nerds, die das machen, die einfach nur zeigen, was sie coden können, sondern das ist einfach, wie können wir am meisten Geld machen und so wenig Arbeit reinstecken, wie es geht. Für die AAA-Titel zumindest. Ich glaube, ja, ich kenne auch viele. Der Indie-Markt ist, glaube ich, der thrived richtig hart. Genau, ja. Aber ist, so ich kenne viele Leute, die nur Indie-Spiele spielen, abgestürzt. Wegen dem Grund. Ja, es macht ja auch Sinn. Es ist ja nicht mal so, dass du die großen Firmen einfach nicht unterstützen willst, wegen
so, weil die halt große Firmen sind, sondern die machen halt einfach nur scheiß Spiele so. Ja. Wenn die halt wenigstens groß wären und dann noch gute Spiele damit machen, aber nein. Wirklich, die haben sich halt entschieden, weißt du was, unsere Spiele werden immer gekauft. Also machen wir halt einfach nur das Mindeste oder so und gehen halt komplett auf Greed. Also wirklich, ich kenne eine Handvoll AAA-Releases seit 2020, die gut waren. Elden Ring, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake. Ich würde sogar noch ja. Signale sagen. Das ist kein AAA-Release. Oh, sorry. Ja, ja. Ich habe wieder nicht zugehört, Mann. Ich habe schon wieder das AAA nicht gehört. Ich sag immer... Ja, okay. Cold War war auch okay. Okay. War auch okay. Weil, Dinge, ja, aber da muss ich... Da stelle ich Hades? Okay, Hades ist ja auch Ding als Indie eigentlich. Ja, da muss ich aber die Frage stellen bei Cold War. War das gut, weil es halt wirklich gut war? Nee, oder es war wirklich gut, fandest du es einfach gut, weil du halt so scheiße gewohnt warst und du hast nein, einfach... in dem Jahr habe ich Doom Eternal gespielt und ich habe auch gesagt, dass Cold War gut ist. Nee, ich mein Call of Duty, also Call nein. of Duty so wenig. Also ich habe immer COD gemocht. Ich habe halt nur die gespielt, die ich gemocht habe, fertig. Die, wo ich nicht gemocht habe, habe ich halt nicht gespielt. COD hat scheiß Spiele und hat halt gut Spiele. Bei so vielen Releases ist es ja auch natürlich... What? Okay, cool. Sorry, bei so vielen Releases ist natürlich auch klar, dass irgendwelche Spiele komplett Dogshit werden, Junge. Wie viele Teile gibt es? Gibt es schon über 20 oder nicht? Ja. Ja, deswegen, Junge, natürlich gibt es Teile, die komplett scheiße sind und welche, die halt viel, viel besser sind. Deswegen, ich versuche einfach immer komplett neu da reinzugehen. Aber natürlich vergleiche ich es auch, weil diese Spiele sind sich einfach so fucking ähnlich. Weswegen Black Ops 6 von seiner Narrative Story oder Gameplay. Nee, warte, stopp. Also, deswegen muss Black Ops 6 deliver in Sachen Story. Und im Multiplayer muss es alles, was falsch läuft, einfach korrigieren. Und nichts so abändern, dass es wieder weird random shit ist. Mit weird random shit meine ich zum Beispiel, dass Perks du über Zeit bekommst im ME2, ohne ersichtlichen Grund. Du weißt, wie es funktioniert, Leo, oder? Ich verstehe nicht warum. Es addet nichts hinzu, das meine ich halt. Black Ops 6, also habe ich jetzt mal nachgedacht, also es kann halt nur gewinnen, weil alle Spiele so verfickt ähnlich sind, du hast recht, 20 Teile. Es kann nur gewinnen, wenn die Story mal was anderes ist. Mal zum Beispiel regierungskritisch oder komplett in Gefilde geht, die wir noch nicht hatten. Wir hatten noch keinen Irakkrieg, wir hatten 9-11, sowas nicht, wir hatten all diese Ideen noch nicht, weil Amerika traut sich das nicht anzufassen, weil die wollen ja immer noch Profit machen und wenn das halt... Du kannst aber schlecht vermarkten, obwohl es... Also, es ist paradox. Es geht ja. Man sieht's ja. Und die einzigen, die sich beschweren, sind vielleicht... So Butthurt Patriots. Aber wo siehst du im Internet? Vielleicht auf Twitter, irgendwo am Ranten so. Aber ansonsten siehst du es nicht. Mhm. Ich werde halt so sagen, dass in Amerika die Freiheit so eingeschränkt ist, was du machen kannst. Medial, weil... Da kommen Leute, die versuchen zu zensieren, die wollen dich anklagen. Die Regierung sagt, okay, ihr kriegt dann kein Funding mehr von uns. Es ist halt so viel Kopfschmerzen. Nicht mehr wirklich Probleme. Das ist wirklich Kopfschmerzen, worauf die Chefs keinen Bock haben, deswegen das immer vermeiden. Deswegen, die Story muss da deliver. Es muss kontrovers sein, es muss auch mal an die eigene Haustür kehren und Leute ein bisschen. Triggern, dass sie über das Spiel nachdenken. Ja, dass sie über das Spiel mal ein bisschen nachdenken. Über die Story zumindest. Und die Multiplayer müssen die alle Probleme, die sie jetzt haben, von der Community einfach mal anhören und einfach mal machen. Legit. Dass die größten Complaints einfach fixen. Und keine die größten Complaints ja, sind SBNM. Mach die scheiß Pride Flag weg. Ja, weg mit die Viecher. Das sind die größten Complaints. Ja, nee. Also Sachen, die schon das Gameplay beeinflussen, wie SBM und sowas. Ja. Oder zum Beispiel Leute sagen, also konstruktiv natürlich, wenn jemand sagt, ihr Wichser, ihr bringt euch um. So, das kann man natürlich nicht machen. Außer in Minecraft, dann Spaß. SBM nervt, macht doch, dass es separiert ist. Das zum Beispiel, mach das. Dann hast du, Casual oder SBM. Das ist so die beste Lösung. Die haben SBMM reingemacht, weil die Casuals... Weißt du, oh fuck, die Casuals wollen nicht
Weißt du, die kommen rein, wollen zocken und dann wollen die ganz chillig einfach pennen gehen. Fertig. Eine Stunde am Tag, abends zocken, fertig. Das war's. Und wenn diese Casuals dann reinkommen mit diesen ganzen Sweat-Leuten, weil sie immer random geschuffelt werden, weißt du, in ganz normalen Lobbys, dann haben die keinen Bock mehr auf das Spiel. Dann werden die sie spielen und werden keine Skins kaufen. Weil Casuals sind halt die Leute, die am meisten diese Spiele kaufen. Deswegen gibt's die Theorie, dass mit Leuten zusammenkommen, die eben gute Skins haben und gut spielen. Wodurch sie dann kaufen wollen. Deswegen werden die mit anderen Leuten reingemacht, die auch scheiße sind, damit sie nicht zu salty. Ah, fuck, Junge, ich muss da runter. Damit sie nicht sich abfucken und das Spiel nicht spielen, weißt du? Mhm. Also es gibt richtige Complaints. Also, richtige Complaints sind Sachen so. Also, die gut ich glaube nicht zu 100%, dass das der Grund ist, warum es SBMM gibt. Ich glaube auch wirklich, dass die Devs einfach versucht haben, so Leute werden so toxisch, die faxen sich so ab in COD, wir müssen es irgendwie fixen. Ich glaube, die wollten es damit machen, weißt du? Mhm. Ich glaube zum Teil, dass es daran liegt, von dem, was ich gesagt habe, und daran, was ich jetzt gesagt habe. Ich glaube es zumindest. Und ich frage mich auch, wie das funktioniert, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht gescheit kalibriert, weißt du, was ich meine? Du kannst ja ein gutes Match haben, aber der Algorithmus muss sich ja denken, okay, er hatte ein gutes Match. Warum soll das nicht so gut sein? Also warum soll das nicht wieder gut sein? Warum denkt ihr das? Ja, du kannst auch, weißt du, du kannst auch einfach Glück gehabt haben. Ja, genau. Und jetzt wirst du im nächsten Game absolut bestraft dafür. Weißt du, vor allem, du wirst bestraft du wirst bestraft dafür, dass du gut spielst. Ja. Wenn du so überlegst. Ja, genau. Wie bei diesem ganzen... Du wirst eigentlich bestraft, wenn du gut spielst. Halt Psychologie, so. Die geben dir halt ein geiles Game, wo du dich gut fühlst, so. Dann bekommst du vielleicht ein, zwei Games, auf wo du richtig was Maul bekommst, dann bist du richtig down. Und dann ist dieses Glücksgefühl, wo du beim nächsten Game hast, wo du richtig rasierst, ist halt dann noch höher, so. Und das hält dich halt so am Spiel fest, so. Ja, weißt du, das ist dieses Fast-Food-Gaming. Ich finde, man fühlt sich immer am besten in einem Spiel, wenn man merkt, dass man besser wird. Aber dadurch merkst du nicht, dass du besser wirst. Ja, ich würde auch sagen, also als Wannabe-Informatiker wäre mein Vorschlag als Lösung, dass man, wenn man ein Match findet, man in der Lobby drin bleibt, voten kann, sowas wie in MS2 zum Beispiel, in der Lobby bleibt, paar Runden spielt und wenn du keinen Bock mehr hast, liest du einfach. Also wenn die Lobby halt tot ist, dann suchst du eine neue. Und dabei sammelt der Algorithmus über den Verlauf von 5 bis 6 Matches die Performance und versucht da das so rauszufiltern, was du am ehesten spielen wirst, also die Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel, wenn du 3 kleine Runden komplett dominiert und gewonnen hast und 2, wo du richtig reingeschissen hast, dann ist ja klar, okay, du hast 3-mal dominiert und 2 reingeschissen. Extrem, meine ich, extrem. Das heißt, dass du sehr, sehr inkonsistent bist. Das heißt, ich würde dann nochmal 6 Matches machen, indem ich kalibriere und dann gucke ich mal, wie du es wieder performst und vergleiche es wieder. Das wäre ein Extrembeispiel. Dann könnte ich vielleicht irgendwo ein Level finden, wo du Leute findest, die auch gleich so sind wie du. Aber wenn du ganz konsistent wirst, dann würde ich sagen, okay, ich pushe nach oben oder nach unten. Also wenn du konsistent schlecht bist, dann pushe ich eher nach unten, wenn du konsistent gut bist, eher nach oben. Aber das ist der grobe Algorithmus. Wie man es in echt implementieren würde, hängt von denen ab. Das ist halt meine Idee. Muss man halt testen, aber ich habe ja nicht die Tools. Weil wie es jetzt ist, ist das so, du hast ein Match gut performt, let's go, gegen die Sweatlords. Ah, ja. Scheiß performt, Digga, let's go, gegen die größten Plebs. Es ist halt einfach echt legit, es gibt halt einfach einen Fix dafür. Einfach Skill-Based Matchmaking mit Ranked, also Ranked Playlist, Unranked Playlist, fertig. Ja, das ist einfach, das ist der einfache Fix, wirklich, mehr ist es nicht. Oder die Spieler besser kalibrieren, also, natürlich mit, also könnte man teilen, auch, teilen, könnte man schon. Es auch versuchen zu verbessern, aber ich finde, man sollte einfach Ranked Unranked machen, Punkt. Ja, manche teilen und das SBBM besser machen. Weil, selbst wenn du es Ranked hast, dann muss das gerankt auch verbessert werden, weil es ist ja auch immer noch unfair. Mhm. Gut, ja, das Problem dabei ist halt, dass die ganzen COD-Modes gar nicht dafür gemacht sind, dass du wirklich einen Rank so spielst, so. Das ist dann eher so Pseudo-Rank. Ja, genau. Einfach nur, damit du so dieses Gefühl hast, so, okay, ich spiel gegen bessere Menschen, so. Weil dafür ist das ja richtig eher so bei Search and Destroy ist ja dafür da. Da werden ja auch eben so Turniere und so gespielt. Da macht es ja actually Sinn, dass du, also wie soll ich sagen, da hast du diesen kompetitiven Aspekt bei dir, so.
Ich frag mich auch nicht mehr, ob das vielleicht sogar eigentlich sogar das Ziel sein sollte. So, du hast halt. Nee, weißt du was? Halt kein, du hast halt kein Skill-Based-Matchmaking. Alter, war das laut, mein Gott! Du hast halt kein Skill-Based-Matchmaking in allen, also im, so wie früher halt in dem normalen Suchding, hast du einfach kein Skill-Based-Matchmaking. Und dann gibt es halt noch Ranked und das ist halt Search and Destroy. Oder halt vielleicht noch ein paar extra Modin reingemacht, die halt darauf angepasst sind, dass du da so einen leicht kompetitiven Aspekt hast. Ich will jetzt mal kurz Fact checken, Roman. Ja. Das sage ich auch immer so wie Danny. Sagt man im Deutschen wirklich kompetitiv oder tun wir hier den Englischen? Nee, man sagt wirklich. Wir haben das Wort eingedeutscht. Ja. Ah, okay. Also du kannst alles, was so im Englischen gesagt wird, einfach auf Deutsch sagen. Okay. Repetitiv. Was noch? Repetitiv kenne ich, adäquat. Auf Englisch heißt es einfach adequate. Das ist genau das gleiche zum Beispiel. Nur Factorial. Ja, das ist Factorial. Wie war das nochmal? Fakultät. Fakultät, ja, das ist so weird dann irgendwie, finde ich. Mathe auf Deutsch ist immer weird. Ich habe von einem. Fuck, wie hieß er nochmal? Wer war das nochmal? Wer war das nochmal? In der Demo hat man eigentlich da rausgeguckt und da war einfach so, man war im Weltall. Ja, bei mir auch. Ja. Na gut. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte, aber ich wollte noch was zu Danny sagen. Maps. Das habe ich auch überlegt, nämlich, was ich meinte mit auch, die Multiplayer besser machen und einfach so ergänzen, dass man einfach wirklich sich mal überlegt, was kann man machen, um die Multiplayer wirklich besser zu machen. Weil, wenn wir diese ganzen Ideen Modin umsetzen. Overhaul. Genau, wenn wir diese Ideen. Wenn wir all diese Ideen umsetzen, zum Beispiel hier Unranked und Ranked, wir brauchen für Ranked Modi, die den Ranked-Modus unterstützen. Das heißt, Suchen und Zerstören haben wir schon. Dann müsste es noch mehr Modi geben, die was Neues sind oder eine kreative Idee haben, aber auch dann Capture für Ranked-Play ausgelegt sind. Was? Capture the Flag? Ja, zum Beispiel. Wäre aus. Weil ja, Capture the Flag gab es ja in COD schon immer. Ja, aber... Ja, ich weiß, aber ich habe es gerade nur so reingeschmissen als so ein Modi, wo, finde ich, schon okay ist für Ranked. Ich finde, am coolsten ist es immer, wenn sie das Progression System neu machen. Weißt du? Wenn die daran was machen, das finde ich immer am coolsten. Wenn der Grind anders ist. Die Modi sind so. Okay, finde ich, wie sie sind. Die neu, also immer neue Maps, neue Waffen und neues Progression System. Das finde ich immer am coolsten. So unterscheiden sich, finde ich, für mich die CODs sich immer am besten, wenn diese Sachen anders sind. Ja, das ist ja auch basically die. Das ist ja das, was bei COD halt da ist, so. Gameplay ist halt immer gleich und das Einzige, was sich verändert, ist halt die Progression, so. Weil ich finde, wenn man das Gameplay zu stark verändert, dann feiern das Leute nicht zu sehr. Weißt du, okay, man gibt mehr Movement und sowas, sowas wie BO3, okay, cool. Aber wenn man das zu stark ändert, wenn man jetzt zum Beispiel aus COD jetzt einfach Quake macht oder sowas, dann würden das, glaube ich, weißt du, Leute erwarten mittlerweile schon von COD einfach, dass halt COD ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, da sind die schon ziemlich konservativ, so. Ja, safe. Was denn gut, aber so, weißt du, so ein Overhaul muss ja nicht heißen. Ja, nicht. Ich sag nicht, dass es schlecht sein wird oder dass sie es nicht machen sollen, aber ich glaube einfach, dass es nicht gut ankommen wird. Ja, mit Overhaul meine ich nicht mal so einen krassen Overhaul. Ich meine einfach nur so. Nee, ich habe es nur als Beispiel genannt, weißt du? Dass das jetzt so extrem auf einmal abändert, weißt du? Das wird auf einmal zu einem Boomer-Shooter oder sowas. Nee, also mein Overhaul war halt so gedacht, dass sie wirklich mal überlegen, wie machen wir den Multiplayer eigentlich spaßig und übersichtlich. Ich finde ihn ja spaßig. Die Sache ist, er ist nur zu grindy mittlerweile geworden, finde ich. Ich finde ihn headache. Also. Ich finde ihn, er ist zwar gut, aber da ist so viel unnötiges Fett. Tausende Modi, die nicht gespielt werden oder komplett einfach reingeschmissen wurden. Menüs sind kacke, das ist aber ein anderes Thema. Alter, Menüs sind Katastrophe. Und du spielst halt Public und Search and Destroy, also deine Modi halt, die du immer spielst. Oder nur ein Modi. Ein, zwei Events, wie zum Beispiel Shipment 24/7. Aber was machst du sonst?
Alter Junge, mein Bruder, das ist so ein Hype-Biest, Digga. 24-7 Shipment 64 TDM Hardcore, Digga. Ja, das meine ich so. Du hast so viel random Shit zusammengeschmissen auf so ein Konzept, was eigentlich nicht funktioniert. Shipment 64! Echt jetzt? Ja, Hardcore TDM. Das ist. Was ist das? So eine war Peak COD für meinen Bruder. Das war ja nicht. Es macht Spaß für vielleicht 2-3 Matches hintereinander, okay? Ich habe auch krasse Matches gehabt, wo ich halt erster war mit, keine Ahnung, 60 Kills oder sowas. Aber Junge, es irgendwann macht es halt einfach keinen Bock mehr, legit. Ja, was ich. Also damit meine ich halt zum Beispiel, du hast halt eben das, aber du brauchst halt mehr Variation, damit du. Ich weiß nicht, ich finde, du brauchst ein bisschen mehr Variation und coole Ideen für den Modus. Weil du hast so viel Fett und denkst mir so, warum soll ich das oft spielen? Also ich als Entwickler denke mir so, weniger ist mehr legit. Weniger, aber gut durchdachte Modi sind besser als zu viele Modi. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir brauchen nicht so ein Extrembeispiel wie zum Beispiel Battle Mode. Ich finde Battle Mode bei Doom Eternal war ein bisschen, die haben es, weißt du, hier Battle Mode voll krass angekündigt, hier neuer Modus voll krass und dann, es kam nichts dazu. Nichts. Es kam ein neuer Dämon, gefühlt 2 neue Maps, das war's. Der 2 OP war. Ja. Also wirklich, Battle Mode war, Junge, das war nichts. Es hat Spaß gemacht, Konzept war cool, aber meine Güte, die haben es nicht gut umgesetzt. Ich werde für immer ein Battle Mode Verteidiger sein, Alter. Es ist cool, aber Junge, die haben es einfach nicht gut eingesetzt, wirklich. Die haben es einfach nicht gut eingesetzt, fertig. Da gehe ich mit, aber ich bleib ein Battle Mode Verteidiger. Ich werde immer sagen, das war das Beste, was ich je gespielt habe. Ich habe gespürt, das war nicht komplett die Base. Es war einfach undercooked. Ja, es war einfach undercooked. Es war so ein Teig, das zur Hälfte fertig war. Genau, ja. Und da hat man die Hälfte gegessen, aber der Rest war widerlich. Ja, es war leckerer Teig, aber es wäre besser, wenn es durch wäre. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es wär so gut. Die hätten Netcode besser machen sollen. Die hätten es machen sollen, dass es sich nicht so. Wenn du den Slayer gekillt hast, war es manchmal so, hä, ist er jetzt tot? Hä, warum fliegt er da in der Luft rum? Ist er gekillt? Und die Hitbox war von ihm so strange und seine Animation, du konntest nicht richtig ablesen, was er macht, weil er konnte alles so schnell switchen wie aus dem Singleplayer, aber die Animationen waren wie aus dem Singleplayer, weißt du, ich meine, du hast nicht gesehen, was er macht, weil er hat den Shotgun in der Hand, auf einmal kommt ein Ballista-Shot raus und so, hä? Cool, ich habe gar keinen Visual Context gehabt oder irgendwie Cue, dass er das macht, dass ich irgendwie ausweichen hätten soll oder sowas, weißt du? Ja. So wichtige Sachen, so. Das hat mich so abgefuckt manchmal. Hier, basically, das ist doch Harold, das ist doch auf jeden Fall Harold, Digga. Ja, ich glaube auch, dass Harold ist. So, ja, weißt du, ich hab immer gewartet, bis ich sage, was ich von Battle Mode wirklich halte, weil ich immer gedacht habe, okay, da kommt noch was. Ich warte einfach. Aber Junge, jetzt weiß ich, das ist finished, da kommt nichts mehr, sogar nach dem Battle Mode 2.0, Digga, nee, Mann. Die hätten einfach, ohne Witz, ich hätte lieber so ein TDM gehabt wie 2016. Ja, Multiplayer meine ich. Also, was hat man hätte, ich weiß nicht, was bei It ist, aber ich finde, man sollte lieber wagen. Anstatt entweder oder einfach zu sagen beides. Hugo Martin hat erklärt, wie das bei denen läuft. Die wollen, auch wenn es dasselbe Spiel in derselben Reihe, also Nachfolger in derselben Reihe ist, kein Spiel wird so sein. Also jedes Spiel ist immer neu, auch wenn es ein Nachfolger ist. So hat er es gesagt. Deswegen, die wollten einfach aus Prinzip was anderes machen als 2016. Und ich finde, das merkt man zum Teil, dass es einfach nur aus Prinzip ist. Ja. Das ist zwar eine coole Einstellung, aber ich finde, man kann auch noch dazu Sachen hinzufügen. Ja. Vor allem, wenn sich so viele Leute wünschen, einen traditionellen TDM. Meine Güte, Digga. Oder nur TM. DM. Ja, oder nur TM. Nee, DM, so. Ja, ja. Deathmatchen. Deutsche Markt. Deutsche Markt. Deutsche Markt überlebt. Ich weiß gerade nicht, wie durch dich ist. Hier, erstes Secret für dich. Also eines von denen. Ja, ich hab's nicht, gefunden. Ist okay, Digga. Nee, guck, da ist Crack in der Wand. Das ist, als ob es Zelda ist. Da machst du eine Bombe jetzt und dann kannst du springen. In meinem Gameplay habe ich das gar nicht gesehen. Das musst du mir angucken. Oh, auf jeden Fall.
Der COD-Overhaul. Der muss aber nur gut sein. Also, der muss einfach nur. Ich will kein random Shit haben. Ich fand das so random. In MS2, du musst warten, bis deine Perks für dich laden. Es bringt. Was. Okay, Leo, vielleicht hast du eine Idee. Weil ich brauche viele Ideen und Meinungen und auch Danny. Was bringt es, wenn die Perks per Zeit kommen? Und du es nicht Balancing? verschnellern kannst oder verlangsamen? Balancing vielleicht, keine Ahnung, warte, ich überlege gerade Ja, nochmal einen genau, Grund dafür. was balanced ist? Ja, ich überlege gerade. Warte, wie funktioniert dieser, sag ich mal, Cooldown jetzt? Du hast einen Cooldown, das Ja. Match beginnt, Cooldown läuft und nachdem ein paar Sekunden abgelaufen sind, kommt das erste Perk. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden. Ich glaube, ich sag 4, aber es ist mehr. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber als Beispiel. Nach 4 Sekunden kommt das erste Perk. Nach 4 Sekunden kommt das zweite Perk. Nach 4 kommt das nächste Perk. Und nach 4 kommt der letzte Perk. Dann hast du. Weißt du, ich hätte sowas verstanden wie zum Beispiel bei MW2, wenn die sowas als Patch gemacht haben, weil mit One-Man-Army konntest du einfach aus dem Spawn ganz schnell Noob-Tube spammen, weißt du, wie ich meine? Aber da hätte ich es verstanden, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch solche Exploits in MW2. Ja, Also bei MW2 meine ich. aber wenn du die Zeit abgelaufen bist, hast du das Perk. Ja, ich weiß, aber weißt du, damit sie nicht solche Anfang-Matches Spawn-Kills machen können, weißt du, was ich meine? Vielleicht deswegen. Ja, am Anfang, aber dann Da machst du macht dir es halt auch später. aber auch nur Sinn, weißt du, da macht will es auch eigentlich nur Sinn machen, wenn es nur am Anfang des Matches so ist. Aber es ist immer so, wenn du eine Klasse wechselst oder wenn du neu spawnst. Immer nur am Anfang des Matches. Der Timer bleibt gleich für jede Klasse. Es ist immer nur am Anfang des Matches, auch nicht, aber und nicht, wenn du neu spawnst. Ja. Dann würde ich sagen, wegen dem Grund. Nee, also, was meinst du mit. Guck mal, du nochmal, stell noch mal die Frage, Digga, ich konzentriere mich jetzt. Nein, stell nochmal die Frage, ich konzentriere mich jetzt. Weil Ist ich glaube, es ich habe richtig immer. geantwortet. Ist es immer nur am Anfang vom Match oder ist es auch, wenn du Klassen wechselst? Nur am Anfang vom Match läuft der Timer und wenn der Timer fertig ist, ist egal. Und wenn du die Klasse wechselst, dann hast du die Perks instant, Ja. auch wenn Hauptsache ist es nicht am Anfang vom Match. Ja. Dann würde ich sagen, das ist aus solchen Gründen wie diesen Exploits, wie ich genannt habe, aus dem originalen MW2. Weißt du noch, One-Man-Army? Du Ja. bist reingekommen, hast den Noob-Tube gespammt. Aus dem Anfang vom Spawn hast du die Gegner ganz im Spawn gekillt. Ich glaube, es gibt auch solche Art Exploits im neuen MW2 und die Developers haben es herausgefunden und gesagt, okay, wir brauchen diesen Cooldown, damit man sowas nicht wieder machen kann. Jetzt nicht unbedingt wegen meinem Army oder sowas, sondern wegen irgendwas anderem oder sowas. Weißt du, ich meine, zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst ganz schnell rennen und dann kannst du dahin gehen und die alle in den Penis mit dem Messer stechen oder sowas. Keine Ahnung, Digga, weißt du, sowas meine ich nicht. Ja, aber das kannst du ja später im Match. Dann ist sie ja immer noch da. Ja, aber wenn es, weißt du, alle am Anfang sind ja im Spawn. Weißt du, sowas meine ich. Du weißt, du kannst, weißt du, wenn das Match läuft, dann kannst du nicht wissen, wo die Gegner sind, weil die ja überall rumrennen. Aber am Anfang vom Match weißt du, okay, die sind auf der anderen Seite von der Map. Ja, ich überleg gerade. Ich weiß es nicht, ich habe das Spiel nicht so viel gespielt und ich weiß nicht, ob es solche Exploits gibt. Ich würde halt sagen, nein, weil dann hätte es jemand angebracht, das Argument. Ja, also wer, Wobei, es wenn ist ein solche. Kotspiel, ich glaube nicht, dass es so schlau ist. Ich will nicht so gemein klingen, aber. Nein, die kriegt. Wenn. Doch! Also, was jetzt? Alter, doch, Pro-Players, die kennen das schon, Ja, die können schon das Pro-Players, Spiel. aber. Ich meine ja, das. Natürlich, der Casual, natürlich ist dieser Cooldown nicht da, weil der Casual da irgendwas macht. Ich rede natürlich von den. Glaubst du, die Casuals haben das. Die haben es ja auch nicht Ja, ausprobiert, die haben so aber, gesehen, okay, die Pro-Players machen, dann machen wir es ja auch. klar, aber die Pros haben das nie als Argument angebracht. Deswegen dachte ich, vielleicht stimmt das nicht. Ja, was haben die denn gesagt? Ich habe ja keine Ahnung, das war nur eine Schätzung von mir. Ich wusste nicht mal, dass das so ist in MW2. Ich habe es gar nicht mal gewusst. Ich habe es ja auch gespielt. Ja, die haben gesagt, das ist ziemlich unnötig. Okay. Mehr nicht. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal, dass sie recht haben. Würde ich jetzt mal behaupten, weil ich wusste nicht mal, dass es so ist, legit. Ich habe es nicht mehr bemerkt. Ich war nur verwirrt, warum ich so viel Zeit bekomme. Ich dachte, das ist wie bei Dota, dass wenn du jemanden killst, die Zeit wird immer kürzer, aber nee, es ist immer. Oh nee, bei Titanfall. Da kriegst du einen Titan schneller. Aber nee, die Zeit bleibt immer gleich. Okay. Da habe ich. Also, es könnte halt sowas sein, aber One-Man-Army gibt's ja nicht mehr. Und Noob-Tubes sind verdammt schwach. Nee, ich meine jetzt nicht nur Ja, nee, ich explizit meine. bezogen auf Ja, Armin Army. Es gibt ja, man kann aber ich ja überlege Exploits gerade. finden wegen jedem Scheiß, weißt du, ich Ja, meine. ich überlege gerade halt für solche Exploits.
Und jetzt mir fällt echt nichts ein. Mir fällt wirklich nichts ein. Also ich würde halt sagen, Fett abschneiden, überlegen, was man wirklich machen will, ein Konzept durchdenken, nicht einfach random machen und hoffen, dass es gut wird. Wie bei, also das hört sich halt bei M3 so an, die Kampagne, in dem du halt diese Warzone-like-Missionen hast. So, das schmeißen wir rein, das müssen wir einfach schnell machen, weil aus diesem DLC wird plötzlich doch ein Full Release, Alter. Was war halt so? Das war ein DLC eigentlich. Deswegen haben die schnell so in die Kampagne zusammengeklatscht. 4000! Oha, Digga, was? Regain 25 points of health up to. Ja, das, ich glaube, der Multiplayer-Teil ist, glaube ich, totgelabert. Ich glaube, da muss man nicht. Ich bin der echten Meinung, da muss man gar nicht so viel ändern. So wie es jetzt passt, eigentlich. Ich habe kein Problem damit, dass die neuen Codes relativ langsam sind. Also, MS2 war ja langsam als 2019. Ich fand das nicht so schlimm. Es hat sich halt weird angefühlt, weil ich nicht wusste, was das Spiel will, aber. Ich hab's nicht wirklich negativ aufgefasst. Aber wie Also gesagt, ich fand, vom Gunplay hat sich, fand ich, es hat sich nicht so echt angefühlt. Es war nicht so immersiv, sage ich jetzt mal. Weil die Sounds und Animationen wurden irgendwie schlechter, aber ich fand, es hat sich besser angefühlt. Bis ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Nicht sehr viel besser, aber ein bisschen es. Okay, nicht unbedingt besser, sondern ich würde eher sagen anders. Ich würde sagen anders. Aber auch nicht schlechter, nicht besser, einfach anders. Danny hat ja sehr viel 2019 gegrindet. Hast du einen Unterschied groß bemerkt oder dachtest du, eins war Alter, besser? ich habe 2019 auch brutal viel gegrindet, bis mein Account gelöscht Boah, wurde, Alter. 2019, ja. Oh. Also, hast du da einen großen Unterschied zwischen also 2019 und ME2 bemerkt? Oder was Schlechteres oder was Besseres? Ich habe also einen Unterschied bemerkt, definitiv. Ja, ich auch. Besser oder schlechter? Also Schlecht. hast du das Gefühl, dass ME2 schlechter oder besser war? Fand's besser. Aber das ist, glaube ich, Ansichtssache. Bei Okay. MW2 war das Movement einfach viel schneller und das hat mir sehr gefallen. Bei MW2. Bei MW2? Ich fand, es war langsamer, weil du Modern konntest nicht so. Warfare. Ah, ist aus Nee, das. 19. Ja. Achso. Das ist da ja schlecht. Es war langsamer und es war für mich halt dann. Also deswegen sage ich das, glaube ich, also es war mehr oder weniger Ansichtssache. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber ich habe 2019 mehr gemacht. Ich fand das Schnellere, fand ich geiler. Das ist Base, das kann ich akzeptieren. Was heißt akzeptieren? Das muss ich akzeptieren, so Base ist das. Weil ich gehöre zu keinem Lager, Was mir was deshalb. auch war, bei 19 gab es auch diese kleinen Exploits, Tricks, wo du machen konntest, so Erst Movement diese, canceln. so, ja, das, Ja, die haben die halt ich finde sowas rausgenommen. geil. Ja, Ja, die ich haben weiß, die sowas. haben das mit Absicht rausgenommen, das weiß ich schon. Aber das sind so kleine Sachen, die haben die ja auch noch rausgenommen, weil das so ein Ding ist, dass dann Leute, wenn du das Kont hattest, hattest du einen unfairen Vorteil. Die haben das rausgenommen, weil halt Noobs konnten, so hart sich's Nee, anhört. ich glaube nicht mal unbedingt deswegen. Ich glaube, die haben es einfach nur rausgenommen, um die Meta ein bisschen abzuändern. Ich glaube deswegen. I don't know. Ich glaube ganz ehrlich, weil die meisten Leute, keine Ahnung, das hat dir so viel geholfen. Das war eigentlich sowas, du musstest machen. Viele Leute konnten das einfach nicht oder wollten das nicht lernen, so. Geht dann wieder, da musst du dann, geht dann wieder gegen die Casual-Spieler, so, wenn du das drin lassen würdest. Ich will nur sagen, ich hasse keine Casual-Spieler. Ich will Ich das nur hasse auch mal. keine Ich will Casual-Spieler. das nur so gesagt haben. Die halten dein Spiel am Leben. Ich hasse sie auch nicht, aber ich finde, man sollte nicht so viel Wert auf die schätzen. Wie soll ich das sagen? So, Casual soll nicht getötet werden, Oh, leck. Nein, 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 nein. aber man sollte ihn irgendwie einleiten, das Spiel zu lernen. Fuck die Bitch up. Weil wenn wir Spiele für quasi Videospiele-Journalisten bauen, kriegen wir Spiele, die nicht mehr einen Menschen ansprechen. Mental.
Also, es ist einfach, denkst du, ja, okay, Fordern. ich lauf jetzt hier geradeaus, ich spiele diesen Walking Simulator. Richtig geil. Du meinst, dass sie dich nicht mehr fordern? Ja, genau. Was hab ich gesagt? Ja, Digga, ich bin ein bisschen tired. Ansprechen. Ja, genau. Das meine ich halt. Ich will nicht, dass der Casual komplett getötet wird, aber ich will das nicht, ich will nicht, dass Casual. Also, ich will nicht, dass das Spiel für Casuals gebaut ist. Ich will, dass das Spiel für Leute gebaut ist, die es schon lernen wollen, aber Casuals nicht abgeschreckt werden. Wie heißt das nochmal? Easy. Na, fuck. Easy to learn, hard to master. Ja, Easy, nee, easy. genau. Nee, 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 nee. Easy to pick up, hard to master. Ja, genau. Das meine ich. Weil wenn etwas hard to pick up und hard to master ist, dann kriegst du keine Leute. Außer halt die Hardcore-Community, die ist aber dann auch geil, aber ja, da hast du so ein Headache mit Autisten. Kein Hate, ich bin wahrscheinlich selber einer. Ich hab Hyperautismus. Was will ich gerade sagen? Nein, ich habe keine ADS. Ich muss nur kurz nachdenken, was so ein Punkt eigentlich war. Okay. Ich fand das. Ich fand das immer so. Das Ziel von ML2 oder generell Infinity Ward fand ich immer so. Conflicting. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch sagt. Das. Zwiegespalten. Ja, Spiegelspalten, wie das, was, also, was für ein Stil sie anstreben und wie dann das Gameplay war. Es war so komisch, so einen detaillierten Loadout Editor zu haben, vor allem mit dem Gunsmith. Und am Ende spielst du die Auswahl ohne Stock. Bei 2019 zum Beispiel. Ich denke mir das halt bei Black Ops 6. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Lass mich das spielen! Ah, oh, ich habe hier sogar Loop! Oh mein Gott! Wir haben Dennis Alter, wie Boomstamper eklig! gefunden. Digga! Was ist mit denen? Dennis, siehst du diesen Stream? Guck mal, die haben da Waifu Doom, da ist Seife und guck mal, was hier alles ist. Yes. Normal. Alter, Mit, eklig! es wäre cool, wenn es da noch eine South Park Reference geben wird. Ich habe auch sofort gedacht an Randy Marsh. Ich mach das mal aus hier. Wie kann ich diesen Scheiß ausmachen? Cursed, Digga. Einfach cursed. Was ist das? Baby Pig. Pig in the Cosmo, okay. Ich will da nicht auf den Boden, aber was ist das? Weapon Line, okay, cool. Ach nein, jetzt klebt es da fest, Digga. Ich muss da. Eklig, Digga, einfach nur widerlich. Also ja, ich finde das, also ja, ich finde, wie die Metas in diesem Spiel sind halt so seltsam. Da ist der ganze Vergleich mal so wichtig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Jede Waffe viable zu machen ist schwierig und vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Aber so viele Setups gleich viable zu machen, ist auch Kacke. Ich finde nicht unbedingt, dass man die Waffen viable machen muss. Ich finde, dass man die Playstyles alle viable machen soll, Ja, Junge. das meine ich. Du kannst keine MGs benutzen. Du bist gefickt. Du bist gefickt, wenn du MGs benutzt. Das meine ich. Das meine ich. Du kannst nicht wollen, dass alle viable sind, weil das wäre dann ein Mashup von allen den gleichen Waffen. Ohne Charakter und sowas. Aber du kannst auch nicht also Definitiv nicht. Setups komplett unplayable machen. Weißt du, was ich meine? Ich 2019, ich habe Burstwaffen nicht gefeiert, weil es ist einfach so. Boah, die habe ich so viel gespielt. Ich liebe allgemein die 2019. Burstwaffen. Ja. Burstwaffen. Ich hatte so Probleme damit, ey. Und ich habe vor allem auch in MW2 habe ich die brutal viel gespielt. Da Ich waren sie liebe wieder Burstwaffen weise. in Spielen. Meiner Meinung nach. So, wollen wir noch ein bisschen spekulieren? Also Zombie-Modus, Leo sagt, der ist safe drin. Boah, der wird 100% sein wie ein Cold War und ich werde sowas von dabei sein, Digga. Mich hätte absolut nichts dagegen, wenn sie ihn einfach komplett untouchable lassen, wie er in Cold War ist. Wirklich. Also in Cold War, das ist einfach. Der ist so geil. Also, okay, die Maps sind ein bisschen lazy. Das gebe ich zu, die sind ein bisschen mediocre, aber alles andere ist einfach nur, Junge, absolut geil.
Mit dem Extraction, mit dem Grinding, mit dem Leveling, mit allem. Wie man Pack-a-Punch immer so bekommt, wie Pack-a-Punch funktioniert, wie die Perks funktionieren, alles ist einfach geil. Ich liebe es. Wirklich. Hauptsache nur, Lenders. Hier, wie heißt es? Es wird nicht so wie bei Vanguard. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Alles ja. andere. Ja. Ja, außer ein Zombie-Mode, Cold War Winch. Und dann halt auch dann mit mehr Maps und in den Maps auch wieder halt die Geschichte. So, Twer Peak. Ich will, was ich mir nur wünsche, was es noch besser für mich machen würde, wenn sie die alte Crew wieder zurückholen. Diese Stereotypes, die sind einfach viel zu cool. Ich will die wieder haben. Ich liebe sie alle. Cool, das ist, könnte man mit Maps machen. Das ist halt auf der, das halt bei der einen Map Crew bei der anderen. Was sie auch immer gemacht haben, ist, die haben neue gemacht und gleichzeitig die alte Crew. Weißt du? Bei Black Ops 2 war das per DLC mit der alten Crew, bei Black Ops 4 war es gemischt mit den alten und den neuen und ich finde sowas cool. Bei Cold War, ich weiß gar nicht, ob die alten da dabei waren. Ich weiß es gar nicht mal. Aber ja, ich glaube nicht. Das wäre echt cool, wenn die wieder da wären. Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf sagt immer, Nikolai war da, aber ich glaube, der war nicht da. Also ich habe... Weiß ich gerade nicht. Gar keine Vorstellung für den Zombie-Modus. Meine Idee war gerade halt eben Biowaffen, mutierte Iraker. Aber was sie wirklich machen, keine Ahnung. Einer bei den einer bei den Instagram-Kommentaren, als sie darüber halt geredet haben, hat geschrieben, dass die Twin Towers Zombie Maps werden muss. Lol. Das wäre so offensive, Alter. Aber ich wünsch, dass wir die machen. Ich will wissen, wie Amerika drauf reagiert. Oh, Alter. Wie Amerika reagiert. Ja, ist doch so. Ich, also das HQ von Activision gibt's nach dem Release nicht mehr. Ja, die werden weggenukt. Aber mit den Mini-Nukes. Ja, ja. Die sind überall. Vor allem die Theorie von diesen Russen war auch so, dass die Türme überhaupt gesprengt werden sollen. Also die Idee war, dass es nicht immer ein Inside-Job war. Oder war es das? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall war die Idee halt, ja, diese Mini-Nukes sind ja ganz gewöhnlich, die verwenden uns, um solche Gebäude effizient zu sprengen. Der war so, warum überhaupt sprengen? Ich dachte, wollte die Türme einfach behalten. Aber egal. Jetzt denke ich so, früher dachte ich so, boah, das macht Sinn, Alter. Move to leave, achso. Ja. Nee, also ich bin gespannt. Oh, blöd. Und wir reden jetzt schon 2 Stunden. Habt ihr da irgendwas hinzuzufügen? Weil ich würde dann, ich glaube, sagen, hier würde ich mal einen Cut machen. Ja, ich habe sowieso gleich einen Termin. Luca. Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Okay. Vergiss nicht. Vergiss nicht. Grüß Luca von mir. Und vergiss das nicht. So rum. Okay. Ich könnte es auch machen, aber ich will, dass es so übermittelt wird, wie mit dem Formanten. Ich mach's wie bei jeder anderen Person und grüße einfach nicht. Okay, das ist auch gut. Ich meine, wenn es deine Art ist, ist es based. Ich vergesse sowas immer. Ja, das ist based, ja. Legit, beziehungsweise lieb, I forgot. I forgot, ja. Sorry. I wake up, I forgot. I get up, I forgot. I get to bed, I forgot. Also okay, du hast dich dann hinzuzufügen und lieber auch nicht, ne? Nö. Also ich hab nichts mehr, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal am 9. Mai und dann reden wir vielleicht nochmal drüber. Oder wir reden zwischen drin nochmal. Am 9. Mai oder meinst du am 9.6.? 9. Juni, sorry. Ja, okay. am 9. Juni wird nämlich der Reveal-Trailer gedroppt bei der... Das ist so ungewohnt, bei der Xbox Game Show. Mhm. Es ist so komisch, nicht für E3 zu sagen.
E3 nichts mehr. Aber apropos E3, sollen wir danach das E3-Video gucken mit Most Awkward Moments? Das können wir machen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.